Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bremen 4, das Ding, Fritz vom RBB, Enjoy, MDR, Sputnik, 103.7, unser Ding und UFM, Late Line, 0800 80 5x5, lateline.de. Bremen 4, das Ding, Fritz vom RBB, Enjoy, MDR, Sputnik, 103.7, unser Ding und UFM, präsentieren Late Line 0800 80 5x5. Heute mit Jan Böhmermann. Und könnt ihr das hier sehen? Nein, könnt ihr nicht, ne? Das ist mein Stinkefinger. Ich zeige euch den Stinkefinger direkt zur Begrüßung der Sendung. Verdammt nochmal, was für eine geile Vorlage. Ich habe gedacht, heute um 12 Uhr, heute Mittag, was wird das heute Abend für eine langweilige Late Line? Es ist nichts zu besprechen. Alles, was es zu besprechen gibt, haben andere schon besprochen. Und dann, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Der Kanzlerkandidat der SPD, der Mann, der es machen will, der Mann, der es eigentlich nach dem heutigen Tag machen muss, lässt sich morgen auf der Titelseite des Süddeutsche Zeitung Magazins abdrucken mit einem Stinkefinger. Richtig, die Rede ist von Peer Steinbrück, Kanzlerkandidat des PT. Und im Rahmen dieses Interviews, wo man im Süddeutschen Magazin immer nur Fotos von sich gibt, anstatt Antworten, hat er bei einer Frage seinen Stinkefinger gezeigt und das ist dann hoch, wundersamerweise das Coverfoto geworden und jetzt diskutiert ganz Deutschland und wenn es das noch nicht tut, dann ab jetzt darf sich der kommende bzw. Aspirant auf den Job des Kanzlers mit Banane zeigen, Stinkefinger zeigen, ablichten lassen und er guckt in die Kamera, als würde er sagen, was willst du? Gib mir deine Jacke, gib mir deine Lederjacke, gib mir deine Lederjacke, so ficht deine Mutter. Das macht der Kanzlerkandidat der SPD. Er ist wahnsinnig lustig, das ist das eine. Das andere ist, darf man das als Kanzlerkandidat überhaupt sein? Und das bringt uns direkt zu der Frage, was darf man eigentlich als Promi? Denn das war, ich schwöre bei Gott, das war das Thema der Sendung heute um 12 Uhr. Und zwar bevor wir alle gewusst haben, dass Peer Steinbrück den Stinkefinger zeigt, haben wir heute zum Thema gemacht, was darf man als Promi eigentlich und was nicht? Und dann, also quasi, als hätten wir uns abgesprochen oder als hätte jemand aus der SPD-Wahlkampfzentrale unsere Themenliste der Late Line gesehen, kommt tatsächlich Peer Steinbrück und zeigt den Stinkefinger. Darf man das oder darf man das nicht? Eigentlich wollten wir reden über Promi Big Brother, startet morgen mit, ich glaube, David Hasselhoff, warum auch immer David Hasselhoff morgen mit dabei ist beim Promi Big Brother. Es macht gar keinen Sinn. Man versteht ihn nicht. Er wird eh wahrscheinlich nur 2 Tage drinbleiben, so Helmut Berger Dschungelcamp-mäßig. Wir machen uns international abermals zum Gespött. Also als wären wir das nicht ohnehin schon, aber David Hasselhoff allen Ernstes ins Promi Big Brother einzuladen. Uiuiuiuiui. 0800 80 5x5 ist die Telefonnummer. Es gibt einiges zu sprechen heute. 0800 80 5x5. Peer Steinbrück Stinkefinger, Promi Big Brother startet morgen oder zur Not auch gerne noch Miley Cyrus nackt auf der Abrissbirne einen Hammer ableckend. Warum nicht? Wenn ihr prominent seid oder das gerne mal würdet, sein wollen würdet und eine Meinung dazu habt, was man machen darf als Prominenter und was nicht, was geht, was gar nicht geht, wenn ihr andere Beispiele habt von Leuten, die sich pausenlos in der Öffentlichkeit blamieren, gerne anrufen 0800 80 5x5. Aber ich bin vor allen Dingen gespannt auf eure Meinung zum Stinkefinger von Peer Steinbrück. 10 Tage vor der Bundestagswahl. Ist es jetzt ein cleveres Manöver, was absichtlich jetzt von seinen PR-Strategen ausgedacht wird, weil ihm die Umfragewerte zu hoch waren? Oder ist das ein Versehen gewesen und ist der Stinkefinger einfach so rausgerutscht? Vielleicht wollte er eigentlich den Zeigefinger zeigen oder den Daumen und hat sich einfach nur vertan, synapsenmäßig. 0880 5x5 ist die Telefonnummer und wir sind natürlich bei Facebook und bei Twitter sehr, was heißt wir? Ich gucke da mal rein. Also hauptsächlich bei Twitter eigentlich in letzter Zeit. Komisch. Facebook ist irgendwie so ein bisschen out. Also bitte beteiligt euch fleißig und während ihr anruft unter der 0800 80 5x5 zum Thema, was darf man als Promi und was nicht, beziehungsweise was haltet ihr von Steinbrück, was haltet ihr von Miley Cyrus? Peer Steinbrück ist eigentlich ist Peer Steinbrück die Miley Cyrus der SPD. Jetzt schon. Und es wäre nur unwesentlich cooler gewesen, hätte sich Peer Steinbrück fürs Süddeutsche Zeitung Magazin nackt auf einer Abrissbirne fotografieren lassen und dabei einen Hammer geleckt. Weiß ich nicht, ob das besser gewesen wäre. 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line und jetzt spielen wir den Song, der im Kopf von Peer Steinbrück lief, als er das Foto hat machen lassen, beziehungsweise als er das Foto hat autorisieren lassen. Katy Perry und Roar.
Das war Katy Perry, was für ein geiler Song. Für alle Leute, denen Miley Cyrus ein kleines bisschen zu edgy ist, Katy Perry und Roar in der Late Line. Ich verspreche, das war der letzte Song für heute, wenn ich nicht zwischendrin mal pipi muss oder mir der Stinkefinger juckt. Es geht heute ums Thema Prominente. Was dürfen sie nicht? Eigentlich geht's um drei Ereignisse. Morgen beginnt Promi Big Brother. Per Steinbrück hat heute aus Versehen im Überschwang der Gefühle, weil die Umfragewerte wohl gerade so gut waren, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, bei Twitter schrieb, die Notbremse gezogen und den Stinkefinger gezeigt. Morgen auf dem Cover des Süddeutsche Zeitung Magazins, die sich natürlich auch freuen werden. Und wenn es einer Zeitung gegönnt ist oder vergönnt ist, mal so eine richtig schöne, dicke, fette Auflage zu haben und ein bisschen Aufmerksamkeit, dann ist es natürlich die Süddeutsche Zeitung in München, die sich das redlich verdient hat. Ich frage mich, hat Per Steinbrück wirklich ahnen können in dem Moment, als er das Foto hat machen lassen mit dem Stinkefinger? Ich weiß, wer von euch das noch nicht gesehen hat, ich werde es jetzt gleich mal retweeten bei Twitter. Da heiße ich Jan Böhm und bei Facebook sind wir auch, da könnt ihr es vielleicht auch mal reinstellen, wenn ihr mögt. Und Late Line Radio ist unser Twitter-Account. Hoffentlich retweetet das da auch mal, liebe Kollegen. Dann können es alle sehen. Wer es noch nicht gesehen hat, einfach eingeben, Per Steinbrück Stinkefinger im Internet. Das geht ganz einfach. Und wer gerade unterwegs ist, lässt sich das mal eben kurz beschreiben. Per Steinbrück in Schwarz-Weiß hat einen Gesichtsausdruck wie, was, ich fick deine Mutter, und zeigt einen Stinkefinger in die Kamera. Titelseite morgen Süddeutsche Zeitung Magazin. Jetzt habe ich es aber auch genug und oft genug erklärt. Das ist eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist Miley Cyrus auf der Abrissbirne und man sieht angeblich alles, aber eigentlich sieht man gar nichts. Man sieht zum Beispiel nicht ihre Brüste und ihre Scheide, aber das ist eigentlich das Einzige, was man nicht sieht. Und leckt einen Hammer ab. Das soll lasziv sein, beziehungsweise ist lasziv oder ist irgendwie eklig, aber sie sagt, das soll einfach nur ihre innere Zerrissenheit symbolisieren und man hat überhaupt, warum guckt man immer auf ihre Brüste oder ihren Körper? Sie möchte, dass jemand ihre traurigen Augen sieht. Und das dritte Thema ist Promi Big Brother morgen, moderiert von Olli Pocher und Zinja aus Marzahn, die, wenn alles ein bisschen anders gelaufen wäre, auch eigentlich keine Moderationskandidaten, sondern Einzugskandidaten fürs Big Brother Haus wären. Aber gerade noch haarscharf dran vorbei geschrammt, PR-mäßig, image-mäßig. Es war aber ganz knapp. Das sind die drei Themen. 0880, 5 mal die 5. Und wenn ihr zum übergreifenden Thema, was darf man als Promi eigentlich machen oder nicht was sagen möchtet, könnt ihr gerne auch anrufen. Tobi, 21 Jahre alt aus Münster, ist in der Leitung. Tobi! Jan! Hey! Hey! Na, wie geht's? Gut, und selbst? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Du, morgen zieht ja auch David Hasselhoff angeblich ein ins Big Brother Haus, ne? Ja, das ist genau mein Thema. Das ist wieso? Hast du eine Meinung zu diesem Einzug ins Promi Big Brother Haus? Ja, absolut. Sag mal. Also, David Hasselhoff war ja früher zumindest ein angesehener Promi in Deutschland. Also von den Promis, die da wahrscheinlich einziehen, wären auch wirklich der Einzige, der jemals wirklich ein A-Promi war. Mhm. Das hat er natürlich selbst zerstört in den letzten Jahren, spätestens durch seine Alkoholbeichte, als dieses Video war mit wo er den Big Mac auf dem Boden gegessen hat, ne? Genau. Gefilmt von seiner Tochter. Genau, und dann seine kleine Tochter hat es gefilmt und dann hat ein Bekannter die Speicherkarte gestohlen, komischerweise. Ja, wenn es mit der Karriere nicht läuft, kommt so ein Bekannter und klaut den Speicherchip. Tobi, ganz kurz, wenn ich das jetzt richtig verstehe, du bist dagegen, dass David Hasselhoff einzieht morgen, weil du glaubst, dass du ihn nicht mehr ernst nehmen kannst dadurch. Nee, ich bin dafür, dass er einzieht, nur ach ich so. Kann ihn dann selber halt nicht mehr einziehen. Ich freue mich, ihn dann zu sehen. Das ist mein Fernseh-Highlight morgen. Ah, okay. Das impliziert ja, dass du jemals schon mal per Steinbrück, sag ich, David Hasselhoff jemals ernst genommen hast. Also, dass das überhaupt jemals irgendwie eine Kategorie von Schauspielern war, die du respektiert hast. Ja, also ich fand ihn nicht schlecht. Oh Gott, Tobi! Sag mal, bist du denn, machst du die, du weißt, die NSA hört alles, auch was wir hier machen. Und die lachen sich gerade kaputt darüber, dass wir Deutschen immer noch so bescheuert sind und David Hasselhoff auch nur ein bisschen marginal für einen respektablen Schauspieler gehalten haben. Niemand nimmt den ernst auf der ganzen Welt, nur wir, weil wir denken, dass er die Mauer kaputt gesungen hat. Hat er doch. Hat er nicht. Aber pass auf, Amerikaner denken doch heute, dass wir den alle toll finden. Ja, eben, das ist doch das Problem. Und in Amerika und die hat mich gestern damit noch aufgezogen. Ja, aber das ist das Problem. Sat.1 macht uns international, wir werden zu einem geächteten Volk mehr und mehr, weil die Leute denken international, gerade im angloamerikanischen Raum, dass wir auf David Hasselhoff abfahren. Das ist doch furchtbar. Aber Sat.1 kann man doch als Fernsehsender doch auch nicht mehr ernst nehmen. Guck mal, weißt du, worauf wir werden jetzt reduziert? Auf Nazis und David Hasselhoff. Wir sind international, sind wir Nazis, die David Hasselhoff gut finden.
Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Ja, Bratwurst auch noch. Aber es gibt auch so viele. Wir haben doch zum Beispiel auch einen Kanzlerkandidaten, der einen Stinkefinger zeigt. Ich habe dieses Foto habe ich heute selbst erstellt und auch auf Twitter gestellt. Also von, welches Foto hast du selbst erstellt? Von Steinbrück, das habe ich kopiert. Da hast du selbst retweetet. Genau. Also nee, ich habe sogar selber ein Foto von mir gemacht in Steinbrück-Pose. Das ist ja super. Gute Idee. Ist das so ein neuer Webtrend? Ich habe heute versucht, mir was zu überlegen, dass man irgendwie so einen Hashtag startet, dass Leute jetzt auch, so ein Stinkefinger Point of View ist eine ganz gute Idee. Also, dass man quasi die andere Seite von Per Steinbrück sieht. Was? Mit einem Brathähnchen zum Ja, Beispiel. Genau. Das habe ich vorhin gemacht. Ich habe vorhin einem Brathähnchen den Stinkefinger gezeigt. Ich habe vorhin ein Brathähnchen gemacht. Ich hatte heute Abend leichten Brathähnchenhunger. Und da habe ich mir, ich habe Brathähnchen immer eingefroren in der Tiefkühltruhe, neben den zerlegten Frauenleichen und den Wildschweinen, die ich in der Tiefkühltruhe habe. Und da sind auch immer Brathähnchen drin. Ich habe mir heute ein Brathähnchen in den Ofen geschmissen. Das geht ja relativ schnell, super lecker. Und dem habe ich vorhin, um so einen Internettrend loszutreten, einen Stinkefinger gezeigt. Und das gepostet, das Foto. Ja. Aber kam nicht gut an. Hat keiner verstanden, was ich damit machen wollte. Keine billigen Retweets gezogen? Nee, überhaupt nicht, gar nichts. Also wenn wir heute Abend mal so einen Twitter-Trend starten wollen, gemeinsam hier, also angefacht von einer Radiosendung, wie uncool ist das denn? Aber trotzdem, gerne Vorschläge per Twitter oder Facebook an uns. Bin ich immer dafür. Ich möchte auch gerade jetzt hier auch unsere erfahrene Twitter-Community grüßen. Ja, wir haben eine richtige Twitter-Community mittlerweile. Ja, ich bin ein Bestandteil davon. Ja. Wirklich, das ist ja nicht schlecht. Ja. Tobi, also dein TV-Highlight morgen Abend, Big Brother, das freut mich sehr. Ich werde das wahrscheinlich auch gucken. Kann sein, dass nicht, wenn ich das vergesse, aber ich habe es mir eigentlich vorgenommen. Und wir drücken mal die Daumen, dass David Hasselhoff wirklich nur 24 Stunden drin bleibt. Aber es wird garantiert international Schlagzeilen machen. Wir werden uns wieder lächerlich machen. Das Problem ist, und zwar, was auch schon in der Bild auch schon stand, ist, der Hasselhoff, der wird dran kaputt gehen, dass er keinen Alkohol zum Saufen kriegt. Hm. Ja. Also... damit haben die Angst, dass es, deswegen wird es auch wahrscheinlich im Haus kaum Alkohol geben, weil die Angst haben, dass der Hasselhoff besoffen geht und dann abgeht. Aber haben wir wirklich ist das nicht gerade das, was sie sehen wollen? Ja, wollte gerade sagen, diese zynischen Medienleute haben natürlich keine Angst davor, sondern die hoffen, dass die verstecken wahrscheinlich extra David Hasselhoff Alkoholiker nur für ihn, damit er sich schön anzwitschert. Unterm Kopfkissen. Ja, genau. Soweit, so gut erstmal, Tobi. Schön, dass du angerufen hast. Jo. Also, bis bald mal wieder. Gruß nach Münster und Daumen drücken. Hashtag Late Line. Ciao, mach's gut, ne? Jo, tschüss. Ciao. 0880, 5x5, diese verdammten Prominenten. Die dürfen aber machen, was sie wollen, oder nicht? Das ist das Thema heute Abend und ich bin der Schlecht-Berliner, ne Jan, und moderiere das Ganze heute. Komm ich hauptstädtischer rüber irgendwie auf diese Art. So, wir haben nun in der Leitung Nigel, 23, from Hannover. That's correct. Hello. Hey, Nigel, but you are recently in Salzgitter. That's correct. Ja, bin ich. Why? Ja. Why Salzgitter? Ja, das weiß ich auch nicht. Frage stelle ich mir jeden Tag. Nein, keine what Ahnung. What is the English term for Salzgitter? Salty? Salty gate, keine Ahnung. Gaze, salty gaze? No. No, gate. Gaze, salty gate, no. What means gitter? Yeah. Grill? I don't know. Faulty Grill. I don't know. Nee, keine Ahnung, ich studiere halt und wohne jetzt und ja. Why is your name Nigel? Have you a GI as a dad or a mom? Gar nicht. Einfach nur so? Ja, alles so. Kennst du Nigel Menzel? Das ja, kenn ich. Ja, und danach bin ich benannt. Wirklich? Und wie heißt du mit Nachnamen? Nigel Meyer oder Nigel Müller? Nee, Nachnamen sage ich mal nicht. Nee, sag mal lieber nicht, sicherheitshalber. Ja, NSA hört ja mit. Genau. Muss man aufpassen. Ja. Nee, keine Ahnung, nee, ist halt auch deutsch, also. Ah. Nicht ja. Schlecht. Habe ich mir immer gewünscht, so eine Kombination aus einem normalen Nachnamen, wie zum Beispiel Böhmermann, aber so ein richtig geiler amerikanischer Vorname. Aber ja, weißt du, was mein Zweitname ist? Hä? Uwe. Nigel Uwe? Ja, ich weiß. Ja, man kann sich schon mal lustig machen, oder ich kann mich auch vor anderen Leuten so vorstellen oder so vorstellen. Das ist, ja, hallo, mein Name ist Nigel Uwe. Ja, wenn ich sehe, die haben eine Glatze, sage ich, heiße Uwe. Weißt dann du mal, wie mein, ich, mein, genau. mein Hamster hieß Speedy Uwe. Der echt? Hieß, ja, der hatte eigentlich einen langen Namen, weil ich fand das doof früher als Kind, als ich einen Hamster hatte. Ich fand das doof, dass der so einen Kosenamen nur hatte. Also viele der Haustiere meiner Klassenkameraden hießen dann irgendwie Pucki oder Mopsi oder sowas. Aber ich fand das ganz cool, ich habe so in Personalausweisformaten gedacht. Und fand es eigentlich ganz geil, dass er einen richtigen Namen heißt, hat und dann Speedy nur der Kosename ist. Und der hieß Speedrich Uwe. Speedrich Uwe? Ja, Speedrich Uwe hieß der Hamster. Und das ist geil.
Und dann habe ich ihn aber Speedy genannt natürlich. Er hieß Speedy. Und Speedy, ich war der Einzige in meiner Familie, der Speedy überhaupt aushalten konnte, weil Speedy ist immer ab 23 Uhr, Hamster sind ja nachtaktive Tiere. Und ab 23 Uhr fing der halt an, die ganze Nacht in diesem fucking Rad rumzulaufen. Und hat erst aufgehört, als ich aufgewacht bin. Ich habe quasi, zum Glück leben Hamster nicht so lange, 1,5 Jahre lang nachts mit so einem, wie mit so einem brummenden Generator im Zimmer geschlafen. Oh nein, nee, ich hatte 5 Jahre 2 Hasen, Bugs und Bunny. Ja, und haben die auch bei dir im Zimmer geschlafen? Oder ja, haben sie, mussten sie auch irgendwann, ne? Und dann bin ich ausgezogen, dann kamen sie auch mit und dann... Echt? Und wer hat die entsorgt, als sie gestorben sind? Tatsächlich, mein Papa und ich dann. Ja, weil alleine hast du nicht hingekriegt, ne? Das Ding ist, ich habe einen alleine hochgehoben, dann hat's geknackt, dann habe ich mich total erschrocken und musste meinen Papa heulend anrufen, dass er dann bitte mir hilft, diesen Hasen. Du warst aber schon ausgezogen, ne? Ja, ich war auch schon eigentlich alt genug, das alleine zu machen. Ja, das ist so hart, ne? Man gewöhnt sich an die Tiere, das ist heftig. Das ist wirklich heftig, auch wenn es Hasen sind, aber... Ja. Ach guck mal, jetzt sehr gut, sehr gut. Die ersten Nachahmer von der umrissenen Idee, die ich gerade mit dem Tobi besprochen habe, den Stinkefinger Point of View. Hier schreibt der Marc gerade, der Marc schickt per Twitter ein Foto, wo er seiner Wäsche einen Stinkefinger zeigt. Und das schöne Marc, vielen Dank, Hashtag Lateline. Und auch ihr könnt gerne, wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid im Telefon, schickt doch unter dem Hashtag Lateline oder Stinkefinger Point of View in Gedenken an Per Steinbrück, der die längste Zeit seines Lebens eine halbwegs respektable Chance auf die Kanzlerschaft hatte, aber seit heute garantiert nicht mehr. Schickt doch einfach Dinge, denen ihr Stinkefinger zeigt. Und ich finde, Wäscheständer ist eine gute Idee. Ich habe vorhin ein Brathähnchen gepostet und es gibt bestimmt noch andere Sachen, die einen Stinkefinger verdient haben. So, jetzt aber zu dir, Nigel. Ja, sorry. Wir reden über Prominente und was sie dürfen und was sie nicht dürfen, was sie machen und was sie nicht machen. Erste Meinung zu Per Steinbrück. Ich habe es gesehen und ich muss sagen, im ersten Moment dachte ich auch, oh, was erlaubt er sich jetzt da, also, weil ich auch von einem Kanzlerkandidaten sowas eigentlich nicht erwarte. Komisch, ne? Man denkt, also obwohl man selbst sich selbst für einen coolen Typen hält, der einiges mitmacht, denkt man so, Momentchen mal, ja, ich würde das ja machen, aber der will doch Kanzler werden und wenn der das macht, dann könnte ich das genau, also entweder ist er jetzt, hat sich quasi herunterqualifiziert auf meine intellektuelle und soziale Ebene. Und das ist wirklich kein Ort, an dem man sich gerne aufhalten möchte, wenn man Kanzlerkandidat ist. Das stimmt, aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist eher, also es ist doof, wenn ich hier sage Volksnähe, aber ich finde das eigentlich gar nicht schlimm. Ja. Ich finde dieses nicht merkige Tour ist das falsch, wenn ich das so sage, aber dieses immer glatt, immer nichts passiert, keine Skandale, zumindest keine privaten oder keine auf Fotos oder sowas. Ja. Und ich finde das eigentlich gar nicht mal schlecht, dass mal einer den Mittelfinger zeigt. Ich meine, letztendlich ist es auch nur der Mittelfinger. Ja, das ist ja genau. Viel schlimmeres Steuerhinterziehung und weiß. Ja, und er hätte ja auch zum Beispiel sein nacktes Arschloch zeigen können oder sowas. Was auch sehr interessant gewesen wäre. Ja, sicherlich. Gegen die Braunen, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau, da möchte ich jetzt nicht in Farben spekulieren. Das möchte ich auch nicht. Ich glaube, er ist ein Bleacher. Er ist ein Bleacher. Meinst du? Ja, son of a Bleacher, man. Siehst du, aber das ist auch schön. Was können sich Promis erlauben? Was guckt ja, also was könnte, also was wäre, womit hätte sich Steinbrück noch weiter disqualifizieren können? Also mit, also abgesehen vom Zeigen des blanken Gesäßes und Rektum. Ich weiß, ich glaube, das ist für die Öffentlichkeit schon, also der Mittelfinger ist, glaube ich, schon das Höchste, was ältere Menschen oder ältere Semester als verstehen. Also, der ist 66 Jahre alt, ne, der Kollege. Ja. Ich glaube, für ihn ist das schon aber ganz schön hart, was er das gemacht hat. Aber was ich finde eigentlich nicht schlimm. Mal vor, was das für ein geiler Kanzler wäre, wenn er das schon als Kanzlerkandidat macht. Was passiert dann erst, wenn der in Amt und Würden ist? Das Erste, was er macht, wahrscheinlich dann, keine Ahnung, Claudia Rothschwänger. Einfach so, weil er es kann. Weil er Kanzler ist. Kanzler kommt von Können. Ja, ne? Der Kanzler macht. Ja, ist ein Macher. Das zeigt uns eigentlich, er ist ein Macher. Eigentlich sollten wir ihn gerade deshalb dann vergutheißen. Er ist ein Macher. Oh, es trudeln weitere Stinkefinger ein. Vielen Dank. Bitte fotografiert eure Point of View Stinkefingers von, wer ist denn das hier? Von einem User, der Waiting for iOS 7 heißt. Eigentlich kann man das nicht ernst nehmen, aber gut. Stinkefinger an Aufgabenbruch, Gymnasien Saarland. Jemand, der aus dem Saarland kommt und da aufs Gymnasium geht, wusste ich gar nicht, dass es im Saarland Gymnasien gibt. Aber nein. Ja, Nigel, aber also du bist, erst warst du geschockt, dann wusstest du nicht, wohin mit deinen Gefühlen, aber mittlerweile ordnest du den Stinkefinger von Per Steinbrück schon in Richtung eigentlich ganz cool ein. Ja, ganz cool, weiß nicht. Das ist so, das ist zu übertrieben, das, also zu positiv, aber ich finde es halt nicht schlimm. Ja, hat, ich hab, hat, man hat viel Schlimmeres schon gesehen, dass er jetzt auch mit David Hasselhoff, wo er diesen Burger da gegessen hat, finde ich, er ist zwar kein Kanzlerkandidat, zum Glück,
kein Kanzlerkandidat. David Hasselhoff? Ja, noch nicht. Es kann sein, dass wenn es bei Big Brother richtig gut bzw. schlecht läuft, ja, dass die Deutschen dann fordern, dass es einfach David Hasselhoff machen soll. Oh Gott. Ich hoffe dann, ich hoffe, das erleben wir nicht mehr. Ja, ich hoffe nicht. Aber wie furchtbar ist das denn bitte? Und vor allem, was muss das Sat.1 für unglaubliche Kohle gekostet haben? Weil der ist natürlich nicht bescheuert, der ist ja nicht schlecht beraten oder so. Nee, der wird sich richtig Kohle bezahlen lassen dafür, dass er für 2 Wochen lang in fucking Deutschland in den Big Brother Container geht. Wenn ich er das überhaupt für 2 Wochen macht. Nee, der macht das nur 2-3 Tage, garantiert. So. Ich meine jetzt allgemein, ich habe mich ehrlich gesagt nicht informiert, aber ist nur 2 Wochen, oder? Ist nur 2 Wochen, weil die Prominenten in Anführungsstrichen natürlich das gar nicht aushalten so lange. Ah, haben ja auch so viel zu tun, ja. Die Prominenten, die da eingeladen sind, sind so viel Kamera und so viel Aufmerksamkeit gar nicht gewöhnt. Nee. Ach Mensch. Ja, und es wird zum ersten Mal von Moderatoren moderiert, von denen man selber denkt, dass sie eventuell eigentlich Kandidaten fürs Haus wären. Also wenn irgendwie einer ausfällt oder sowas, können Olli und Cindy da selber reingehen. Ja, stimmt. Ja. Was war eigentlich der Grund deines Anrufs? Jetzt habe ich dich so zugetextet mit meiner belanglosen Meinung. Ich glaube, weiß nicht. Das ist. Ja, das hat mich aus dem Konzept gebracht, keine Ahnung. Ich finde, wir haben eigentlich auch schon cool geredet darüber. Ja, sehr gut, ne? Wir haben gut geredet. Wir haben richtig gut geredet. Wir haben richtig gut. Mann, das muss man auch mal richtig sagen. Du, ich muss mal ganz kurz, Nigel, wo du gerade am Telefon bist. Es funktioniert tatsächlich. Also es finden Leute den Weg auf ihrem Handy zur Kamera-App und fotografieren sich selber Dingen Stinkefingern zeigend. Ich bedanke mich recht herzlich bei einem User namens KJSchw bei Twitter. Der hält dem neuen Stinkefinger, dem neuen Spiegel, dem aktuellen Spiegel mit Angela Merkel drauf, die neue Selbstgefälligkeit der Angela M. Und er zeigt diesem Cover den Stinkefinger. Das ist natürlich jetzt auf mehreren Ebenen eine sehr schlaue Angelegenheit. Das ist vielleicht auch eine Sache, die wir gerne weiter am Telefon besprechen können. Ich muss mal ganz kurz die Nummer durchsagen, Nigel, oder kannst du die durchsagen? 0880 5x5. Genau, 0880 5x5. Das Thema heute ist im weitesten Sinne der Steinbrücksche Stinkefinger beziehungsweise die Miley Cyrus'sche Abrissbirne. Was hältst du davon eigentlich? Ja, ich muss sagen, ich habe gehört, dass man sie nackt sehen könnte und dachte natürlich als männlicher, interessierter Medienmensch, dachte ich so, okay, guck's mal an. Aber es sieht ja nichts, man sieht ja gar nichts. Aber der Anfang ist total langweilig, wenn sie anfängt oder versucht zu weinen. Mhm. Und ich finde so in dem Video, das hätte man auch einfach nicht machen müssen. Also es wäre cooler gewesen, wenn sie sich einfach ausgezogen hätte, als dieses Video zu schauen und darauf zu warten, dass was passiert. Also. Ja, ich habe es mir auch mehrmals angeguckt. Ich habe das dann auch frameweise durchgescrollt und es gibt ein Halbbild, nee, ist ja progressive, ein Frame, auf dem sieht man ein Viertel ihres Nippels. Ja. Ist aber also leider nicht... Ist enttäuschend. Alles von Miley Cyrus. Alle Blog-Einträge, man denkt, Wunder, was da jetzt kommt. Und dann ja, aber leider nichts. Und Miley Cyrus hat sich ja im Nachhinein bitter beschwert, dass ja gar nicht die Message ist, dass sie nackt auf einer Abrissbirne sitzt und einen Hammer abschlägt, sondern dass die Message ja eigentlich ihre traurigen Augen sind. Ah, klar. Ja. Das, weil die traurigen Augen, das ist nämlich ein Zeichen für ihre Zerrissenheit. Ja. Hat man auch so verhält. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Oh, das ist super, es funktioniert ganz toll. Die Leute schicken Fotos, Point-of-View-Fotos von ihren Stinkefingern. Bitte lasst uns das doch mit einem Hashtag versehen und dann machen wir es zum Trending-Topic. Das haben wir haben schon mal geschafft, ich glaube Glump oder sowas zum Trending-Topic zu bekommen in der Sendung. Aber es muss irgendwie, vielleicht nennen wir es Per-Point-of-View oder sowas. P-E-E-R-P-O-V. Nigel, du hast doch so einen Namen, der klingt so internetaffin. Sag doch mal was. Ja, jetzt fragst du mich was. Ja. Mittelpeer, keine Ahnung. Mittelpeer. Ja. Und es ist super schön, wie viele tolle Finger und Hände man sieht. Ich finde ja ohnehin, das habe ich öfter schon mal in der Late Line besprochen, zeige mir deine Hand und ich sage mir, wer du bist. Und es gibt viele Menschen, die jetzt ihre Hände gerade fotografiert haben, von denen ich wirklich nicht wissen möchte. Also von kurz denen mal abschweifen, ich finde, die Hände sind am schlimmsten zu pflegen vom ganzen Körper. Die Fingernägel, also jetzt die Haut um die Fingernägel ist jetzt komplett off topic. Das hängt aber davon ab, wie du anatomisch. Beschreib doch mal bitte, was finden wir denn anatomisch bei dir vor, Nigel, dass du das behauptest? Das ist schwer zu pflegen. Was meinst du mit anatomisch? Wie sehen deine Hände aus? Meine Hände, also eigentlich finde ich meine Hände schön. Ich finde meine Hände toll. Allerdings finde ich halt irgendwie, sind meine Fingernägel recht kurz. Nicht vom Kauen, aber die sind halt einfach irgendwie so. Sind kurz einfach. Ja, also ja, nicht, was ja kurz heißt jetzt nicht ein Millimeter, aber ich finde, die könnten länger sein. Und da ist halt diese Haut, ne? Ich weiß nicht, wie man den Nagelbett. Nagelhaut nennt man das, ja. Ja, da halt hinter, also, ne, so das.
Und das ist irgendwie so kräuselig, aber ich mache ist ja so keine, kräuselig. Ja, ich mache ja keine körperliche Arbeit. Und manchmal creme ich mir sogar meine Hände ein, weißt du? Und dann ach, guck. Aber trotzdem. Ach, schau. Geht's nicht, ja, aber manchmal mache auch ich sowas für meinen Körper. Ja. Damit und die Hände auch sind schwer zu pflegen. Also ich finde die Hände sind, die pflegen sich eigentlich von alleine. Das sind ja Gebrauchs, sind ja Werkzeuge. Die sind eigentlich, wie beim Affen auch, wenn man die nur regelmäßig benutzt, dann pflegen die sich eigentlich von alleine. Ist so mein Eindruck. Hast du mal festgestellt, dass wenn du längere Phasen körperlicher Arbeit hast, zum Beispiel wenn du irgendwie eine Wohnung renovierst oder wenn du irgendwie handwerklich was machst, dass sich dann deine Hände auch verändern, Nigel? Eine gute Frage, wenn ich jemals körperlich arbeite. Du arbeitest nicht körperlich. Naja, ich spiele Gitarre, ist aber kein körperliches Arbeiten. Absolut. Aber da habe ich auch gemerkt. Am Anfang hat es geblutet und dann kam die Hornhaut. Und dann, ja, aber so, als ich gestrichen habe, eigentlich, ehrlich gesagt, habe ich da nichts gemerkt. Ich habe meine Roller abgeschliffen damals und da hat auch alles geblutet. Oh, dann, Schleifen ist die beschissenste Arbeit von allen eigentlich. Also abschleifen. Ich finde es befriedigend, ehrlich gesagt. Das ist so, man hat dann und dann wird es immer glatter und dann machst du ja mit immer weniger, wie das ist immer, ich weiß nicht, wie das heißt, weißt du, wenn das immer weniger rau wird. Apropos Nigel, da muss ich mal ganz kurz was erzählen, auch off-topic. Ich habe jetzt was rausgefunden. Erzähl mal. Also ich habe das früher, mein Vater hat mir mal beigebracht, hat mir ganz früher zwei Sachen beigebracht. Fahrradflicken, also an die ich mich erinnern kann bewusst, die sehr wichtig waren. Fahrradflicken und Schuhe putzen. Oh. Und das waren zwei Sachen, die ich sofort vergessen habe, als ich ausgezogen bin, weil ich keinen Bock drauf hatte. Und Fahrradflicken ist immer noch a pain in the ass. Besonders das Hinterrad. Vorderrad geht, aber Fahrradflicken, Hinterrad mache ich mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr selber. Kaufst du einfach ein neues Fahrrad oder ein neues Rad? Ich kaufe mir einfach ein neues Fahrrad. Ist ja klar. Sehr gut. Nee, ich bring's einfach weg zur Werkstatt, weil ich mir denke, egal, lieber zwei Tage Fahrrad weg, als mit dem ganzen Scheiße. Habe ich keinen Bock drauf. Wenn aber jetzt kommt's. Ich habe vor zwei Tagen Schuhe putzen für mich entdeckt. Nein. Und das funktioniert wirklich. Ich trage Anzugsschuhe gelegentlich und auch normale so Lederschuhe halt. Glattlederschuhe. Und die nutzen sich natürlich ab mit der Zeit. Und jetzt habe ich rausgefunden, wenn man Schuhcreme benutzt und Pflegemittel und eine Bürste, dann werden die wieder, ich schwöre bei Gott, wie neu. Und selbst wenn die so abgewetzt sind, dass man darunter schon das nicht mehr farbige Leder sieht, mit Schuhcreme sehen die fucking Dinger aus wie neu. Das stimmt. Und wenn man die eingerissen hat, ganz leicht, und dann Schuhcreme drüber, dann sieht man den Riss auch nicht mehr. Man sieht gar nichts mehr. Ganz leicht, ganz leicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass es Schuhcreme wahrscheinlich seit 500 Jahren gibt und ich das auch gelernt habe früher, wie man das macht und dass ich es einfach vergessen habe. Das ist so ein Erwachsenwerden-Skill, so eine Sache, wo man dann, da findet man erst wieder zu, wenn man in so einem Alter ist, dass man denkt, ich könnte mal meine Schuhe putzen. Wenn man so anfängt, neurotisch zu werden, weißt du? Ja, wenn man das erste Mal Geld für seine eigenen Sachen ausgegeben hat, dann weiß man auch die Sachen erst zu schätzen. So genau, richtig. Und dann denkt man auch, jetzt putze ich die und im Winter, wenn der ganze Salz daran kommt, dann zerfrisst es das. Genau. Ja, habe ich aber auch erst letzten Winter festgestellt. Davor habe ich mich immer gefragt, warum meine Lederschuhe so scheiße aussehen. Und weißt du, Nigel, du bist ja erst 23 Jahre alt. Das wird immer schlimmer, wenn du älter wirst. Weil 24 möchte ich sagen. Ja, genau, aber trotzdem, du kommst dann erst in so eine Phase rein, wo du gar keine neuen Sachen mehr kaufst, sondern habe ich auch schon öfter erzählt, wo du einfach alles hast, was du brauchst so zum täglichen Leben, wo du einfach, keine Ahnung, wo du keinen Computermonitor mehr brauchst, weil du einen hast. Und der ist auch gut. Und dann geht der irgendwann kaputt und dann muss man den reparieren. So, weißt du, die Investitionsphase ist bei mir abgeschlossen. Ich habe bereits zum Beispiel Geschirr in meiner Wohnung. Ich brauche, oder auch Besteck habe ich. Muss ich nicht mehr kaufen. Und dann fallen jetzt Sachen runter, man muss Sachen nachkaufen. Und irgendwann ist einem das auch egal, wenn Sachen kaputt gehen. Dann lässt man es einfach kaputt. Und dann kommen die Kinder einbesuchen und sagen, Papa, du bist wunderlich. Und dann stinkt es in der Wohnung immer noch schlecht gelüftet und so. Und man bietet Jungs und Mädchen, die an der Tür klingeln, bietet man so abgelaufene Karamellen an, die in so einer Schublade liegen, die man letztes Jahr irgendwie eingesammelt hat von einem Jahrmarktsumzug oder so. So einer bist du? Das hätte ich nicht gedacht. Nee, so einer werde ich bestimmt. Man wird so wunderlich. Und ich glaube, irgendwann mit 60 oder 65, gerade als Mann, das habe ich kürzlich erst erfahren, habe ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der ist irgendwie knapp 60 gewesen. Und dann hat er sich, wir haben Filmaufnahmen gemacht, und dann hat er sich hinterher im Monitor angeguckt und hat gesagt, Jan, ach du Scheiße, so alt sehe ich aus. Ich glaube nämlich, dass man innen drin gar nicht altert. Man bleibt, keine Ahnung, irgendwann, man bleibt 30 oder 28 und irgendwann wird man immer älter. Aber man, zum Beispiel, wenn man durch die Stadt läuft, dann findet man ja trotzdem als Mann immer noch junge, schöne Menschen attraktiv. Und man ist aber selbst schon so alt und welk. Und dann wird es irgendwann, glaube ich, eieiei. Naja, glaubt man es irgendwann gar nicht, wenn man sich dann sieht. Schon kann ich mir auch vorstellen, ja. Sehe ich manchmal alten Fotos, ja, ich meine, ich bin erst 23, ne? Aber ich will ja schon mal, das geht schneller, als man denkt. Also. Ja, man sieht, aber ich sehe es auch an Fotos von vor zwei Jahren oder so. Ja, und der Haaransatz, der wandert immer weiter nach hinten und so. Und die Hände werden schrumpelig und dann kriegst du so
Flecken und die Haare bleiben. Und irgendwann, wenn du eines Morgens aufwachst und denkst, oh, was ist, liege ich irgendwie auf dem Lammfell oder was ist das? Und dann guckst du an deinem Rücken hinten runter und dann ist alles voller Haare. Alles voller Haare, auf einmal an eines Morgens. So ist das. Ja, ist so. Auf den Tag warte ich. Ja. Nigel, ich muss kurz auflegen. Ja, natürlich. Schön, dass du während meines Monologs mir Gesellschaft geleistet hast. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Immer wieder gerne. Danke fürs Zuhören. Bye-sie. Ciao. Ciao. 0880, 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Es geht heute ums Thema Stinkepär, Stinkefinger, eigentlich hauptsächlich. Ich bedanke mich jetzt schon mal sehr, sehr recht herzlich bei allen Leuten, die anfangen, ihren Stinkefinger zu fotografieren, wie sie den Leuten zeigen. Erschreckenderweise stelle ich fest, dass viele Leute, die ihre Stinkefinger fotografieren und das bei Twitter unter dem Hashtag Lateline oder Stinkefinger POV sind die Hashtags, Lateline oder Stinkefinger POV, hochladen. Erschreckend viele Leute sitzen vor irgendwelchen anderen Rundfunkgeräten, Multimedia-Geräten, Computermonitore oder Fernseher. Hier schickt zum Beispiel der Ed von Schleck, ein User namens Ed von Schleck, ein Eis, hat einen eigenen Twitter-Account. Und der zeigt David Hasselhoff, der offensichtlich auf einem Computermonitor von Acer abgebildet ist, den Stinkefinger. Schönen Dank auch Emma, Stinkefinger Point of View. Point of View, aber bitte abkürzen POV, sonst findet die Internetpornografie durchtränkte Community das Hashtag nicht. Stinkefinger POV, unter diesem Hashtag schickt auch Emma einen Stinkefinger und sie gibt der ganzen Welt den Stinkefinger vor einer Weltkarte. Da würde mich interessieren, in welchem Zusammenhang sich die Weltkarte, liebe Emma, in deinem Raum befindet. Ist das eine Karte, die an der Wand hängt? Ist es eine Schreibtischunterlage oder ist es eine Weltkugel? Kann ich aus dem Bild, aber vielen Dank schon mal fürs Twittern. Ich sehe schon, der Point of View Stinkefinger Point of View werden die nächsten Hotdog Legs. Hotdog Legs habe ich jetzt mir erklären lassen von einem 14-Jährigen, der im Internet sich wahnsinnig gut auskennt und bei mir immer Windows XP heile macht, wenn das wieder mal kaputt ist. Den rufe ich dann an und sage, mein Computer geht nicht mehr an, der ist kaputt, dann rufe ich ihn an und dann kommt er vorbei und dann hat er mir Hotdog Legs gezeigt. Das ist wohl angeblich, wenn man sich Würstchen auf die Oberschenkel klebt und das dann fotografiert. Das ist so ein neuer Internet-Trend. Keine Ahnung, aber im Internet ist ja echt immer einiges los. Steven, 30 Jahre alt, aus Hannover. Ja, moin. Ey, du erst Nigel, jetzt Steven. Ja, das ist alles so Multikulti heute, ja. Obwohl wir alle immer noch Deutsche sind. Wobei mein Vater ist Engländer, deswegen daher kommt der Name. Trotzdem, aber ich habe das Gefühl, ich bin hier so klassenmäßig eigentlich ganz gut aufgehoben bei der Lateline. Es klingt schwer nach aufstiegsorientiertem Arbeitermilieu, nach Proletariat eigentlich. Ja, fast. Also ich bin gerade dabei, irgendwie so meine Abendschule zu machen und nächstes Jahr das Studium dann. Siehst du, also du kommst raus, du willst da raus aus der Scheiße, ne? So. Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt 10 Jahre Bundeswehr hinter sich hat, ne? Ja, ja. 10 Jahre also, Bundeswehr? Ja, von daher kenne ich das mit dem Schuheputzen und den kurzen Haaren, das kenne ich alles, auch in meinem Alter, ne? Hast du auch im Ausland gedient? Nee, glücklicherweise nicht, wobei das darf ich jetzt, glaube ich, sagen. Also ich muss nicht unbedingt irgendwie mein Leben riskieren für einen Krieg, der eigentlich gar nicht unser ist, oder? Mhm. Darf ich das sagen? Weiß ich nicht. Und, darfst du sagen, klar. Ich glaube, es ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und weil du ja nicht mehr, selbst als Soldat darfst du es ja machen. Als Soldat Richtig. Darfst du das auch sagen, weil du bist ja Staatsbürger in Uniform. Ja, das ist korrekt. Ja, hier, Point of View. Fand ich ein witziges Stichwort, als ihr meintet, so Gesäß zeigen, fand ich Point of View auch sehr zutreffend. Ja. Wobei Steinbrück, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, ich weiß es nicht, es kann auch sein, dass das vielleicht eine PR-Masche von anderen Wahlparteien ist. Ja, aber dieser Stinkefinger, den hat er selbst autorisiert. Also ich kann die Geschichte mal ganz kurz erklären. Der hat, es gibt dieses Interview im Süddeutsche Zeitung Magazin, wo den Interviewpartnern Fragen gestellt werden und die Antworten nicht mit Antworten, sondern die machen einfach nur Fotos. Okay. Ich glaube, das war, ich muss mal kurz gucken, worauf das jetzt die Antwort war. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat er Per Steinbrück geantwortet, sein Wahlkampfberater, sein Wahlkampfmanager, Kleine hat gesagt, Per, meinst du wirklich, dass wir das Foto freigeben sollen? Aber Per Steinbrück hat vor Ort gesagt, ach ja, ist doch egal. Und hat es freigegeben. Und natürlich, ich behaupte jetzt mal, in Kenntnis der, wie das solche Dinge so ablaufen, dass die Süddeutsche Zeitung jetzt nicht nochmal extra angefragt hat, ob man dieses Foto auf die Titelseite des Süddeutsche Zeitung Magazins
nehmen soll. Wenn jemand da das Gegenteil durchgeben möchte, gerne anrufen, 0880 5x5. Aber ich behaupte mal, dass die einfach dann gesagt haben, ja, er ist doch autorisiert, dann können wir es auch auf die Titelseite drucken. Er ist Kanzlerkandidat und er ist mitten im Wahlkampf, da können wir nicht vorher alles nachfragen und absprechen. Und jetzt haben sie es auf die Titelseite gehoben und es ist natürlich wahnsinnig eingeschlagen. Das wird garantiert morgen in allen fucking Zeitungen stehen. Vielleicht will er damit auch so das jüngere Volk so ein bisschen betreffen, ne? Ja. So wie ihr schon gesagt habt, so ein bisschen halt die Coolness rüberkommen lassen, weißt du? Er war heute bei Zirkus Halligalli, kann ich auch mal erzählen. Also heute haben die hier Klaas und Joko ihre Sendung aufgezeichnet in Berlin und da war er auch zu Gast. Ist am Montag zu sehen. Also er ist schon, ich glaube, er will sich an junge Leute ran schlavieren. Ja. Denke ich auch, weil also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so dass die Wahlparteien selber zwar ihre alten Wähler noch irgendwie erreichen, aber das jugendliche Multimedia-Volk kommt halt irgendwie nicht so hinterher. Mhm. Ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Und abgesehen davon, so charakteristisch muss man das auch irgendwie eingrenzen, welcher Promi jetzt was machen darf. Ja, ich sehe jetzt irgendwie so auf der Seite Kid Rock, der halt einen Stinkefinger zeigt, ist was anderes, als wenn ein Stuck das macht. Weißt das stimmt, genau. Genau. Und, also da müsste man halt sehen, irgendwie so, wo er so von einer charakterlichen Klasse halt irgendwo einzuordnen ist, ob er es jetzt machen darf oder nicht. Genauso wie die Hasselhoff-Nummer, um da nochmal jetzt den Bogen ein bisschen zu kriegen. Sehr gut, sehr gut. Schön, dass Per Steinbrück mittlerweile in der Kategorie Hasselhoff angekommen ist durch den Stinkefinger. Ja gut, hoffentlich wird Steinbrück kein B-Promi beziehungsweise C-Promi. Ja, da ist ja jetzt auch alle Welt am überreden, ob A, B, C oder D. Ja, ist eigentlich mir relativ egal, weil alles, was sie anhand von irgendwelchen Vorfällen oder so publik machen wollen, um bekannter zu werden, erreicht meistens immer das Negative. Mhm. Weißt du, ich meine, so gerade die Hasselhoff-Nummer, das war halt, also ich meine so ein bisschen halt so die Verzweiflung, die da ein bisschen gerufen hat, aufgrund dessen, dass seine Karriere ja schon seit längerem irgendwie Flaute hat. Du meinst, dass er jetzt in Deutschland beim Promi Big Brother mitmacht, oder was? Ja, oder die Nummer, dass er damals auf dem Boden völlig besoffen einen Big Mac gegessen hat. Ja, kannst du dir aussuchen, ist beides auf demselben Level. Mhm. Ja? Ich muss ganz kurz mal eben die Telefonnummer sagen. 0880 5x5, wenn ihr eine andere Meinung zum Thema Per Steinbrück Stinkefinger habt. Ich kann ja auch nochmal sagen, es gibt auch viele Leute, die sagen, und es ist relativ ausgewogen, habe ich den Eindruck, das ist ja schön und gut, Per Steinbrück, dass du ein cooler Typ bist und lustig und so, aber ehrlich gesagt ist, wenn Stefan Effenberg wegen des Stinkefingers vom DFB vor 15 Jahren eine Hammerstrafe bekommen hat und in Amerika Stinkefinger im Fernsehen zeigen immer noch, also einfach nicht erlaubt, es ist wie Fuck you sagen oder so in Amerika, da kannst du den Stinkefinger nicht einfach so zeigen und dann als Kanzlerkandidat, der ein Land mit 82 Millionen Leuten regieren möchte, ist das schon, ich sag mal, eine gewagte Nummer. Andererseits, ich meine, wer bin ich da darüber zu urteilen? Ich freue mich natürlich über jeden Politiker, der lustig ist und irgendwie, naja, aber das ist auf der anderen Seite, kann es ja nicht gut, auch so eine lustig kann man es ja auch nicht wirklich nennen. Also ich meine, kommt drauf an, was er damit erreichen wollte. Das bleibt halt nur ihm überlassen oder wen er damit erreichen wollte. Ja. Wenn er jetzt halt mal irgendwie so vergleicht, so Helmut Kohl vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, als er da den Eierwerfer an die Gurgel gehen wollte, ja, das ist genau dasselbe. Das sind aber halt, ich sag mal, Staatsbürger, die halt irgendwie regieren wollen und dementsprechend sich eigentlich sowas nicht erlauben können. Es sei denn, es steckt halt mehr dahinter, wo sie halt ihre PR-Masche halt hindirigieren wollen. Ja, wenn es ein PR-Coup ist, was ich nicht glaube, das ist einfach kolossal dusselig, sowas zu machen, weil du musst als Kanzlerkandidat, musst du eben auch Leuten gefallen, die deine Partei normalerweise nicht wählen. Also du musst ja versuchen, dem Gegner Leute abzuluxen. Überzeugen, ja. Ich glaube nicht, dass du CDU-Wähler jetzt unbedingt mit so einer Geschichte auf deine Seite ziehst und dass das für, also gerade in der Mitte der Gesellschaft jetzt für große Sympathien sorgt. Einerseits. Und andererseits muss man auch mal fragen, wenn er sich da hinstellt und im Fotostudio sich hinreißt, allein, dass er sich von einer Kamera, die läuft und wo ein Fotograf hintersteht und der das knipst, dazu hinreißen lässt, in der Phase 10 Tage vor der Wahl einen Stinkefinger zu zeigen und das dann vor allen Dingen hinterher noch autorisiert, also sagt, ihr könnt das verwenden. Man kann ja auch sagen, oh, das war jetzt hier, ich habe es ein bisschen übertrieben, im Eifer des Gefechts ist mir die Banane rausgerutscht. Ja. Das lassen wir mal lieber, das machen wir lieber nicht. Da hätten wir, glaube ich, alle Verständnis für. Ich glaube, hätte niemand gesagt, tatzmäßig, wir stellen dem Rösler 17 Fragen, warum er aussieht wie ein Chinese und weil er nicht darauf antworten möchte, auf unsere rassistischen Angänge, drucken wir das Interview trotzdem. Das hätte niemand, das hätte vor allem die Süddeutsche nicht gemacht bei so einer Geschichte. Aber das hätten nicht, alle verstanden. Dass das eventuell halt so eine Diskussion irgendwie nochmal breit tritt irgendwie, dass man halt irgendwie in den nächsten Wochen noch, was weiß ich, endlich lange darüber diskutiert, warum und wieso, weshalb, dass er sich ein bisschen in den Vordergrund drücken wollte.
Ja, es kann sein, dass es die Retourkutsche auf die Merkel-Deutschland-Kette ist. Also, dass er merkt, so langsam wird es ein bisschen eng und umfragemäßig sieht es zwar besser aus. Und die beiden, das TV-Duell lief super und auch die Wahlarena lief ganz toll vor zwei Tagen. Dass er aber trotzdem denkt, vielleicht muss ich einfach noch mal ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Aber dann soll er doch lieber bei Promi Big Brother ins Haus gehen und sich nach zwei Tagen wieder rauswählen lassen. Da hat er auch Aufmerksamkeit und die ist im Zweifel vielleicht sogar ein bisschen positiver. Und er lernt David Hasselhoff kennen. Ich meine, der Mann hat die Mauer niedergesungen. Wobei muss man den kennenlernen? Ich David Hasselhoff? Ein Typen in pinkfarbenen Boxershorts, der da damals rumgelaufen ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Looking for Freedom. Nicht Looking for Freedom, sondern das hieß bei uns damals Appe Lucke for Freedom. Ja. Appe Lucke for Freedom. Ich weiß sowieso nicht, was der 89 da an der Mauer gesucht hat. Weiß ich auch nicht. Also war das eigentlich Baywatch oder war das Knight Rider die Zeit? Ich glaube, es war Knight Rider noch, ne? Es war wahnsinnig populär. Knight Rider war aber noch cool, ja? Also naja, zumindest das Auto. Es war eine andere Zeit, es war 1989 da. Mittlerweile das Coolness-Koordinatensystem hat sich mittlerweile ein bisschen verschoben. Ja, wen findest du denn cool heutzutage? Heute? Ja. Also wer ist denn die Coolness pur? Die Coolness pur? Im Sinne von, so Fernsehen. Also ich muss sagen, ich bin mit höchstmöglichem Blutdruck jeden Montag warte ich auf die aktuelle Folge von Breaking Bad. Das ist eine coole Serie. Dr. Walter Heidenberg. White, Bryan Cranston. Ja. Na klar. Super cool. Und das Geile ist, wenn du Bryan Cranston sprechen hörst in Interviews oder sowas, der ist ja wirklich ein total abgefuckter Fernsehschauspieler. Das ist ja gar keiner, es mutet total so nach Filmschauspieler an. Aber da ist so ein ultra berechnender Comedy-Schauspieler. Aber auch mega geil, so irgendwie so den Wandel zu sehen zwischen Malcolm mittendrin und total. Dann kam diese Breaking Bad-Nummer, wo du absolut ein anderes Bild von ihm hattest, und aber total in seinen Bann gezogen, weil das kann er auch wirklich gut. Mhm. Seitdem spielt er ja auch in mehreren Kinofilmen halt auch mit. Ne? Ja, genau, weil er als ernster Schauspieler irgendwie gesehen wird, aber total, aber eigentlich ist er wirklich so ein totales Fernsehding. Er ist ein totaler Fernsehtyp, so einer, der wirklich nichts von einem Hollywood-Schauspieler hat oder sowas. Er ist wahnsinnig zugänglich, total cool hinter den Kulissen und so. Also ich finde, das ist schon echt, das ist zum Beispiel echt ein cooler Typ. Der könnte meinetwegen die Mauer wieder hochsingen, wenn er möchte. Wieder aufbauen, ja? Ja, genau. Oder ums Big Brother Haus kann er die Mauer ziehen. Steven, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast und Grüße nach Hannover, ne? Ja, Dito, schöne Grüße und schönen Abend wünsche ich dir noch. Danke, mach es gut, tschö. Bis dann, tschüss. 0880, 5x5, wir sollten heute, wir sind die erste... Was heißt, ich hätte fast relevante Sendung gesagt, aber wir sind ja nicht relevant, sondern es ist einfach, ihr seid die erste Sendung, die ich jetzt, diese Sendung ist die erste Sendung, die ich nach dem Steinbrück-Stinkefinger und noch vor dem Erscheinen der Zeitung, dem offiziellen Print-Erscheinen der Zeitung, in der Stinkefinger abgedruckt ist, und das wird garantiert das nächste Wochenende zumindest, das Wochenende, wenn nicht Angela Merkel, keine Ahnung, noch plötzlich ungewollt schwanger von Ronald Pofalla ist oder sowas, wird das auf jeden Fall der absolute Burner die nächsten 10 Tage sein. Aber wäre auch eine geile Idee, wenn Angela Merkel aus Verbundenheit zu Peer Steinbrück einfach auch nochmal sowas fallen lässt. Irgendwie sowas total, keine Ahnung, Angela Merkel Mitglied bei den Hells Angels oder so. Oder Angela Merkel ist in Wirklichkeit, weiß nicht, eine Frau oder so. Irgendwie sowas krasses, überraschendes. 0880, 5x5. Oder muss man alles, war jetzt, weiß ich nicht, Kalle, kann man das sagen so? War ein Witz, war eine Spur zu viel, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, da hast du recht. Ich habe das eben gerade auch so ein bisschen mitverfolgt. Ich komme gerade von der Spätschicht, ein bisschen Radio, hört natürlich immer logischerweise euren Sender. Ja, das ist ja gut. Weil der eigentlich immer noch ein bisschen cooler ist wie alle anderen. Wo kommst du eigentlich her? Ich komme aus Brome, liegt zwischen, also ein mega kleines Kaff liegt zwischen Gifhorn und Wolfsburg. Also Niedersachsen. Genau. Auch, du hörst enjoy the music, enjoy the fun, enjoy the happiness. Richtig, genau. Enjoy genau, yourself. Richtig, genau, just enjoy. Ja. Und habe das eben gerade so ein bisschen gehört, habe zu Anfang nicht, weil ich einmal reingeschaltet habe, hier nach der Arbeit so ein bisschen runterkommen, habe da mitgekriegt, dass Peer Steinbrück einfach mal einen Stinkefinger gezeigt hat. Ich habe, also meine persönliche Meinung, was mir dazu eigentlich eingefallen ist, ist, alles ist besser wie Angela Merkel. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass Peer Steinbrück durch einen Stinkefinger einfach nur menschlich wirkt. Also ich bin der Meinung, er ist und bleibt erstmal nur ein Mensch. Ja. Und wenn er der Meinung ist, das so zu zeigen, wird er durch einen Stinkefinger heben oder nicht heben. So sehe ich es ganz einfach, wird er dazu einen Grund gehabt haben, und ich glaube nicht, dass er dadurch jüngere Leute für sich dazu bringen könnte, dass die ihn wählen oder ihn nicht wählen, weil ich
bin einfach ganz klar der Meinung, wenn ich mich mit Arbeitskollegen, mit jüngeren Arbeitskollegen unterhalten habe, dass die Politikverdrossenheit gerade bei jungen Menschen sehr, sehr massiv ist oder viele Leute absolut gar keine Ahnung haben davon. Ja, also, aber ich meine, was kommt als nächstes? Ich meine, natürlich würden die Leute auch total abgehen, wenn Angela Merkel ihre Möpse zeigen würde zum Beispiel. Das wäre natürlich, also wäre eine ähnliche Argumentation. Wäre natürlich auch ganz schön crazy, edgy und junge Leute werden voll abgefahren und so. Aber ich meine, man muss, glaube ich, schon, Gegenrede. Obwohl ich deine Argumentation auch verstehen kann, aber ich meine, ist natürlich lustig und spaßig und so, aber ich meine, es geht nicht um Germany's Next Topmodel oder Deutschland sucht einen Superstar, sondern um den Kanzler. Ja, ich bin dann trotz alledem der Meinung, das ist in der heutigen Zeit, ich sag mal, wenn man es vielleicht in den 70er oder 80er Jahren gemacht hätte, kann ich dich verstehen, okay, gar keine Frage, bloß die Zeit ist irgendwo weitergewandert, wenn er jetzt die Hose runtergelassen hätte und seinen Arsch gezeigt hätte, das hätte ich irgendwo verstehen können. Ich bin der Meinung, dass so etwas aus einer Emotion heraus oder wie es auch immer, da habe ich leider das Hintergrundwissen nicht für, warum und wieso er den gezeigt hat, bin ich aber trotz alledem der Meinung, dass er für mich persönlich der Politiker ist, der bei der Wahlsendung, wo er sich dann auch mal Angie gestellt hat, der einzigste war, der dann auch mal Fakten genannt hat. Und ich hoffe und wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass Deutschland endlich versteht, dass alles andere besser ist wie Angela Merkel, weil ich dort definitiv sage, dass ich da den Per Steinbrück definitiv recht gegeben habe, die 4 Jahre Stillstand und ich auch einer bin, der sich noch dreckig macht, der noch Blaumann trägt, der mit Menschen zu tun hat, die in Leiharbeitsverhältnisse stehen, wie der normale Arbeiter heutzutage definitiv nicht mehr von seiner normalen Arbeit, die er 8 Stunden nachgeht, leben kann. Und wenn ich dann das am eigenen Leibe oder anhand von Mitarbeitern sehe, wo uns diese Regierung hingebracht hat, wünsche ich mir, ich kann es mir natürlich logischerweise nicht vorstellen, es wird gewiss wieder in die Richtung gehen, dass alle Mann wieder Angie rufen und es super finden, dass sie dann wiedergewählt wird, weil ich glaube, das ist das Problem der SPD, dass der Herr Steinbrück leider nicht das Charisma hat, was man benötigt, um Bundeskanzler zu werden. Du meinst mit Blick auf Angela Merkel, die ja also vor Charisma quasi aus allen Nähten platzt, ne? Ja, das ist ich habe immer gesagt, für mich persönlich, da stehe ich auch ganz ehrlich zu, ist für mich die hässlichste Frau der Welt. Ach, bei dir, hör doch mal auf. Jetzt bist du, hast jetzt schon diesen gigantischen, ein Fanal für Per Steinbrück und jetzt auch noch, wird Angela Merkel zur hässlichsten Frau des Landes. Ja. Da stehe ich auch zu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil diese Frau, ich habe nichts gegen Frauen überhaupt, gar keine Frage. Sätze, die so anfangen, sind super. Diese Frau stellt für mich nichts dar. Ich habe nichts gegen Frauen, aber diese Frau ist furchtbar und alle anderen auch. Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt auch eine Riesenmenge Frauen, die Sven schreibt ganz kurz, Kalle, Sven schreibt gerade ganz kurz hier bei Twitter, schreibt Kolonialdenkmal, 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 Kolonialdenkmal. 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line und ihr könnt gerne anrufen zum Thema Per Steinbrücks Stinkefinger. Und es ist vielleicht mal an der Zeit, mal reinzugucken, was die jungen Leute jetzt wirklich denken. Weil wo kriegt man besser geboten, was junge Leute denken, als in diesem sogenannten Facebook? Da sind die jungen Leute, die es nicht geschafft haben, sich die Regeln bei Twitter genau durchzulesen. Da stranden quasi alle, die über die intellektuelle Hochsprunghürde nicht rüberkommen, um mal ein völlig missratenes Bild zu verwenden. Tummeln sich bei Twitter und beziehungsweise bei Facebook und ich lese mal einige Sachen vor, die ihr hier bei Facebook geschrieben habt auf facebook.com/lateline. Wait a second, it's loading here. We have very slow internet because we can't afford faster one because we don't want to leak your Gebührenzahler on the Tasche. Und wir haben hier immer noch Kanalbündelung ISDN 128 KB. KB, 128 KB. So, David Hasselhoff schreibt, Michael hat mal seine gute Zeit gehabt, jetzt ist er abgerutscht, wie fast jeder guter Star. Looking for Freedom war soweit ich weiß, Knight Rider Zeit, wobei Knight Rider, der Michael folgendermaßen schreibt, N-I-G-H-T-R-A-I-D-E-R.
Und Lars postet das Bild von Angela Merkel angeblich nackt am FKK-Strand. Und liebe Leute, das ist natürlich ein Fake. Es ist ein Fake, es ist nicht Angela Merkel, es ist ein Fake. Es ist ein Fake, es ist nicht Angela Merkel, die da nackt am Strand entlangläuft. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Es geht um Steinbrücks Stinkefinger, Miley Cyrus' nicht zu sehende Brüste und die Abrissbirne namens Big Brother und beziehungsweise den Zeitpunkt, wann die Abrissbirne von Miley Cyrus das Big Brother Haus trifft, das morgen besetzt wird, unter anderem auch mit David Hasselhoff. Wer ist eigentlich noch mit dabei beim Promi Big Brother? Martin Semmelrogge, glaube ich. Martin Semmelrogge. Dann Jan Laik von Berlin Tag und Nacht. Da wird es auch schon dünn. Mareike Amado. Kinder bringen volle Action durch Mini-Playback-Show. Henning. Jawohl. Kleine kommen ganz groß raus in der Mini-Playback-Show. Alle waren prima, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo. Hat sie so einen kehligen Sarah Connor laut gemacht. Hallo. Ja, richtig. Mhm. Richtig, ich erinnere mich noch daran. Also das ist ein Jugendfilm, mit dem man aufgewachsen ist. Ja. Ich glaube zuweilen, dass Steinbrücks Stinkefinger gar nichts gegen Nacktbilder von Angela Merkel wären, aber... Ja, also Nacktbilder von... Ich weiß noch, wie Angela Merkel mal Dekolleté gezeigt hat, als sie mit Freunden und ihrem Ehemann in Bayreuth auf dem Hügel war, bei den Wagner-Festspielen. Da hat sie einmal so ein das überhaupt nicht kanzlerinesk Dekolleté ausgepackt. Und da waren auch die Gazetten... tagelang voll davon, die Klatschspalten, wie wir aus dem Printgewerbe sagen. Da hat man tagelang auch nur über den Ausschnitt von Angela Merkel geredet. Es ist quasi das, also der Stinkefinger ist quasi der Ausschnitt von Per Steinbrück. Und jetzt sehe ich gerade einen Post von ich weiß gar nicht, wer hat es gepostet. Jemand hat gepostet, dass Per Steinbrück auch seine Brusthaare zeigt, Henning. Ja, keine Ahnung. Also so stehe ich nicht. Also auf männliche Brüste stehe ich nicht zuweilen. Aber ich glaube meines Erachtens der Stinkefinger von Herrn Steinbrück, den ich unabhängig davon sehr sympathisch finde natürlich, zeigt einfach nur, er steht zu dem, was er sagt und zu dem, was er handelt. Mhm. Und sicher menschlich, jeder hat mal irgendwie, wird ein bisschen lauter oder macht auch vielleicht eine Geste, die nicht sein sollte, die nicht angebracht ist, aber er steht dazu. Er hätte sagen können. Ich habe den wilden Mittelfinger da nicht und wir machen noch Stillschweigen und wir unterschreiben noch was, damit das Ding nie veröffentlicht wird. Aber Henning, aus meiner Erfahrung muss ich mal sagen, das ist was total Übliches. Also in so einem Fotoshooting, gerade wenn du bist da auf Adrenalin wahrscheinlich, war der vorher irgendwie bei, keine Ahnung, bei der Wahlarena am Abend vorher, hat dann irgendwie noch 15 bedeutungsschwere Interviews für die FAZ gegeben und dann wird er da irgendwie für die Süddeutsche fotografiert und er ist wahrscheinlich eh so auf Adrenalin bis zur Wahl und im Überschwang der Gefühle ist wahrscheinlich da irgendwie noch eine nettes Kollegium um ihn rum, irgendwie nette Leute und dann ist er irgendwie gute Stimmung und dann fängt er an rumzuhampeln. Wenn er einmal warm ist, dann macht er noch lustigere Sachen und da hätte niemand ihm das übel genommen, wenn er hinterher gesagt hätte, ach komm, jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben, ich bin etwas übers Ziel hinausgeschossen. Aber wollte er nicht. Gerade das, ich glaube, es war beabsichtigt. Gerade das, weil jeder darüber sagt, ach, das hätte er doch stillschweigen und jeder hätte verstanden, wenn er gesagt hätte, sendet das nicht und zeigt mir das nicht und er trägt nicht auf die Titelseite. Selbst das mit der Titelseite kaufe ich ihm nicht ab, dass er das nicht wollte. Mhm. Weil er zeigt doch ganz genau das. Jeder andere Sesselpupser dort würde sagen, ah nee, bitte nicht zeigen und ja nicht. Und Frau Merkel will ja nicht mal in Mecklenburg, wo ich gerade am Waldrand stehe, will sich hier mit dem Auto langfahren. Wieso, was machst du, Henning? Was machst du in Mecklenburg am Waldrand? Ich hoffe... Ich bin Koch und komme gerade von der Arbeit. Ja, aber Henning, egal was du im Kofferraum hast, lass es frei. Und nee, es ist nichts im Kofferraum. Ach so, auch gut. Kein altes Wildschweinersort. Nein. Ja, gut. Nee, das nicht. Aber und das wäre noch das Harmloseste, was man im Kofferraum am Waldrand in Mecklenburg-Vorpommern haben kann. Das stimmt definitiv. Aber das wäre der Bremendecke. Ich glaube, das ist auch schlimm in Mecklenburg. Ja, genau. ich glaube einfach, dass er zu dem stehen möchte, was er sagt und tut. Und gerade weil das alles schockierend finden und weil es jeder verstanden hätte, wenn er gesagt hätte, zeigt es nicht. Und jeder andere das wahrscheinlich auch so gemacht hätte. Mhm. Nein, er hat die Eier. Er hat die Eier und sagt, okay, ich stehe dazu, was ich dort gemacht habe und ich habe es beabsichtigt gemacht, weil einfach die Regierung derzeit scheiße ist und das sagt er ja auch frei. Ja. Özkan schreibt gerade hier bei Twitter, Per Steinbrück ist der Babo. Kann ich auch nur zustimmen. Wir sind
wir sind eigentlich ihm nicht würdig. Nach der Aktion ist er eigentlich der, er ist eigentlich der absolute Babo. Ja. Ja, das kann man auch so sagen, ja. Aber wie gesagt, also wenn vielleicht die Süddeutsche noch Nacktbilder von Angela Merkel hinkriegt, dann natürlich ist ja, das doch dann ist sie die, dann ist sie die Baba. Ja, na sicher, definitiv. Ganz also kurz mal eben. Die Wahl noch gerettet. Ganz kurz mal, Henning, ich muss mal eben nochmal aufrufen. Also, beziehungsweise nochmal ganz kurz das Thema beschreiben. Wir können heute gerne über Per Steinbrücks Stinkefinger, aber es ist eigentlich auch schon, alle Meinungen sind ausgetauscht. Es wäre jetzt redundant, wie wir abgebrochenen Akademiker sagen, wenn wir jetzt weiter über Per Steinbrücks Stinkefinger reden. Ich glaube, es ist alles darüber erzählt. Ja, ich denke auch, darüber ist alles erzählt. Und das Big Brother House, ich glaube, das ist noch weniger der Worte wert. Also, ja, aber trotzdem, ich würde gerne mal über das Big Brother House sprechen. Also ja, das Thema heute ist, was darf man sich als Promi eigentlich erlauben, beziehungsweise habt ihr vielleicht schon mal, wir haben vor einiger Zeit in der Late Line einen Anrufer gehabt, der mal auf Sylt Johannes Bekerner getroffen hat. Und ich glaube, Johannes Bekerner hat ihm dann gesagt, nachdem er ein Autogramm von ihm wollte, leck mich. Also Johannes Bekerner öffentlich auf Sylt, einfach einem riesen Fan, der ein Autogramm nur wollte, einfach nur ein Autogramm wollte, hat er einfach leck mich gesagt. Solche Geschichten gerne können wir auch einfließen lassen und über das Big Brother House und Miley Cyrus können wir natürlich auch jederzeit reden. Hast du das Miley Cyrus Video im neuen Song Wrecking Ball gesehen? Also unabhängig davon, dass ich sie überhaupt nicht leiden kann, weder als Teenie-Star noch als Musik kann man auch nicht davon sprechen, ist es einfach nur, ich glaube, sie ist einfach nur mit diesem Teenie-Startum ist sie irgendwann so abgedriftet, dass sie sich total verloren hat. Ich glaube, die ist überfordert damit. Und ich glaube, also weißt du, selbst Lady Gaga ist ja in ihrer Geschmacklosigkeit geschmackssicher. Die macht ja, wenn sie was macht und es geschmacklos ist, ist es absichtlich geschmacklos und zwar kalkuliert. Und bei Miley Cyrus hat man immer das Gefühl, es ist also wieder aus der Reihe Brainstorming zu früh abgebrochen. Miley, super Idee, du setzt dich auf eine Abrissbirne, weil der Song heißt ja Wrecking Ball, also Abrissbirne. Und dann ziehst du dich einfach ganz aus. Dann ist auch eigentlich egal, ob das Video irgendeine Message hat, weil du bist einfach nackt und die Leute wollen deine Titten sehen. Und Miley sagt dann, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das aber auch nicht gut, dann bin ich wieder nackt. Und dann redet der Regisseur ein, nee, Miley, pass auf. Und du guckst dann nämlich traurig in die Kamera und dann redet sich das Miley mit der Kraft der Autosuggestion so lange ein, bis sie selber wirklich denkt, dass die Leute im Video auf ihre Augen achten und nicht auf diese dusselige Hammer-Abgeleckerei oder diesen fucking Wrecking Ball oder ihre nicht zu sehenden Möpse oder die Vulva, die man fast gesehen hätte, aber eben dann knapp dann nicht. Ja. Was ist das überhaupt mit dieser ganzen Nacktheit immer? Warum müssen die sich alle ausziehen? Ich meine, ich kann es verstehen. Ich komme aus dem Land vom FKK. Ja. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin mit FKK groß geworden, aber wenn dann mit Stil. Ja, jetzt werde ich gerade korrigiert von aufmerksamen Twitter-Usern, dass die Geschichte mit Johannes Bekerner nicht in der Late Line erzählt wurde von einem Hörer, sondern in einer anderen Radiosendung bei einem verfeindeten... Kannst du doch nicht tun, das ist doch verrückt. Hab ich aus Versehen verwechselt, ich habe die Sendungen verwechselt, ich komme ganz durcheinander. Ich bin wie der späte Jopi Heesters oder der frühe Steinbrück. Ich bin schon ein bisschen wunderlich. Ja, ich merke das schon. Ja. Du zeigst auf jeden Fall Eier. Ja, und was? Das wurde ja damals schon gesagt von Oliver Kahn, wir brauchen Eier. Ja, Eier, wir brauchen Eier. 0880, 5 mal die 5 ist das Thema, ist die Telefonnummer. Und das Thema heute ist Prominente, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was man als Prominenter in der Öffentlichkeit machen kann oder was nicht. Weißt du was? Ich denke, in der heutigen Medienwelt ist es einfach Prominenten schon lange nicht mehr gestattet, menschlich zu sein. Ja, das also stimmt. Wann können sie denn mal zur Ruhe kommen? Weißt du, ich zum Beispiel, ich habe heute versucht, menschlich zu sein. Ich habe heute versucht, mal was Menschliches, eine menschliche Seite von mir zu zeigen. Ich habe heute mein Brathähnchen, was ich selber in die Röhre geschoben habe, ich habe es selbst gewürzt, ich habe schön in die Mitte so ein paar Karotten reingetan, damit da während des Bratens oder während der Backofenzeit die Feuchtigkeit durch das Fleisch über die Karotten nach oben zieht und dass das nicht so trocken wird. War ein super leckeres Backhähnchen. Habe ich 1,3 Kilo schwer, hinterher lecker Brust abgeschnitten, noch schön was für morgen in den Kühlschrank getan, super lecker. Ich wollte menschlich rüberkommen, habe es getwittert, keiner hat es verstanden. Alle dachten, es ist ein Witz, aber ich habe einfach nur gesagt, guck mal hier, ich bin ein Koch, ich koche für mich selber, ich kann mich selbst versorgen, Mama, mir geht's gut. Ich habe ein Brathähnchen gemacht und keiner hat's verstanden. Richtig gut wäre es gewesen, wenn das Hähnchen auch selber großgezogen hättest. Ja, das habe ich versucht, aber dann kam das Ordnungsamt. Ich habe eine Zeit lang mal versucht, Schweine zu halten in meinem Jugendzimmer. Arbeitskollegen. Was? Arbeitskollegen. Nee, Schweine zu halten in meinem Jugendzimmer. Ja, wäre fast das Gleiche. Ja, ach so. Sind Schweine bei dir Arbeitskollegen? Bist du bei der Polizei? Nee, ich bin Koch. Ach so. Ach so, und das sind Arbeitskollegen von dir, Schweine. Ja, also erstens sind Gastronomen ja sowieso immer Schweine, irgendwie sexistisch und unausgelastet. Und von da aus, passt das auch. Arbeitskollegen sind meistens auch Schweine.
Aber ich kann dir auch sagen, dass ich aus meiner Erfahrung heraus, ich habe damals, Namen nenne ich nicht, aber von Bayern auch im Hotel Spieler betreut, die sich des Nachts noch essen, extra heimlich am Trainer vorbei und schön aufs Zimmer. Das gibt's ja gar nicht. Hier? Nö, da geht ja wohl gar nicht. Selbst die mussten das heimlich machen. Hm. Selbst die durften dort schon nicht menschlich sein. Und wenn die irgendwo hingehen und überall verfolgt werden von jeglicher Kamera, und das wird heutzutage nun mal fast jeder, der irgendwie zweimal in einem Werbespot auftritt, ist ein A-Prominenter, auf einmal für eine Woche jedenfalls, und wird dann verfolgt mit Kameras. Also warum sollen die noch menschlich sein? Die dürfen auch mal sagen, halt die Schnauze. Du, mein Lieber, oder ich muss mal, wollen. Henning, ich muss mal auflegen, weil wir haben jetzt den Nächsten in der Leitung und den wollen wir nicht so lange warten lassen. Schön, dass du angerufen hast. Ich grüße dich, ganz lieb, und komm gut nach Hause und mach keinen Quatsch im Wald in Mecklenburg, ne? Nee. Mach's gut. Sag mal, ist es nicht auch die Gegend, wo der Rosa Riese sein Unwesen getrieben hat? Ich weiß gar nicht. Ich kenne den Rosa Riese nicht. Ich bin mal nach Berlin gefahren mit meinem alten Auto. Ich hatte mal so einen Citroën, einen alten Citroën. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. CX-1 oder so? Gibt's den? Weiß ich nicht. CVA, CAX-1, ist auch egal. Mhm. Und da ist der Reifen geplatzt und da bin ich in Ostdeutschland, mitten irgendwie in Ostdeutschland, liegen geblieben. Und da, zu der Zeit war, glaube ich, gerade... Wie hieß der denn nochmal? Frank Zurwehme. Nee, Dieter Zurwehme. Ja. Dieter Zurwehme. Der war ausgebrochen. Und dann der war auch in der Gegend ausgebrochen, wo ich da war. Und dann habe ich Angst gehabt, dass mich jemand überfällt, Dieter Zurwehme. Und das ist Mecklenburg-Vorpommern, ist allgemein so eine Gegend, wo man nicht länger als 10 Minuten lang irgendwo auf der Landstraße stehen sein sollte. Es kann sein, dass du von irgendjemandem. Auto ist von innen abgeschlossen. Aber zum Glück. Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht. Nee, gut. Und außerdem haben wir heute in der Bild gelesen, ja wohl, dass Magdeburg die kriminellste Stadt ist. Magdeburg, na dann ist gut. Das ist ja zum Glück weit genug weg von euch. Ja, richtig, genau sieht's aus. Liebe Grüße an alle, die uns jetzt gerade Magdeburg hören, über Sputnik. Sputnik, that's cool, der neue Sender. Tschüss, mach's gut, mein Lieber. Ja, du auch. Bye. 0880 5x5 ist die Telefonnummer. Ich bin's, euer Brathähnchen Böhmi, und in der Leitung ist jetzt der Martin. Hallo, Martin. Hallo, Jan. Ich grüße dich. Hey, na, wie geht's? Gut, danke dir. Und selber auch. Gut. Ja, sehr gut. Ich muss mal ganz kurz nochmal die Telefonnummer aufrufen. 0880 5x5. 0880 5x5. Es ist die Telefonnummer der Late Line und es geht um alles rund um Steinbrück, Miley Cyrus, Promi Big Brother. Was dürfen Prominente machen und was eigentlich nicht? Und du bist der Meinung, Martin, aus Bremen, 41 Jahre alt, dass Promis alles machen dürfen, weil wir das so lieben. Genau, richtig. Wir haben ja irgendwo alle was davon. Wir haben die Unterhaltung jetzt, dass wir beide miteinander telefonieren. Die Medien haben was zu schreiben, zu publizieren. Die Einschaltquoten, die Prominenten kommen dann irgendwo in eine C-Klasse-Show, werden eingeladen, weil die sich so unmöglich benehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir sie im Grunde eigentlich wirklich alle mögen. Ja, es ist ein bisschen so wie die skurrilen Leute früher in der Schule, im Jahrgang oder in der Klasse, über die sich alle unterhalten haben, aber mit denen man nicht so wirklich befreundet sein wollte. Und die tun sich dann irgendwann zusammen und werden sowas wie so eine Promi-Gemeinschaft. Und die sind eigentlich nur dafür da, damit andere Leute, die ein normales Leben haben und geregelte Tagesabläufe und psychisch völlig in Ordnung sind, sich über die Leute lustig machen können, ne? Richtig. Und dafür werden sie exorbitant gut bezahlt. Genau. Guck dir ein Zufallsprodukt eines Geschlechtsaktes an aus einer Adelsfamilie aus Hannover, der irgendwo gegengepinkelt hat. Achso, Prinz Ernst August von Hannover. Weiß ich nicht genau, ob du das jetzt so im... Also wir werden ja auch in Niedersachsen gehört. Und wahrscheinlich hören uns auch Adelige und Zuhörer aus dem Hause Hohenzollern. Ist es Hohenzollern? Ja. Ja, richtig. Ja, aber über ihn wird ja wieder trotzdem noch berichtet, bei all den schlimmen Sachen, die er gemacht hat. Ja. Ich selber war mal in Bremen auf einer großen Veranstaltung einer Partei. Mhm. Und da haben sich führende Politiker auch so dermaßen daneben genommen. Ach, erzähl doch mal, Martin, in welcher Funktion warst du da? Hast du einfach beobachtet oder warst du Dienstleister? Ich war Berichterstatter, ja. Habe darüber nicht Bericht erstattet, aber es waren führende CDU-Politiker aus Bremen. Die sich daneben benommen haben, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es war nicht der jetzige Kulturstaatsminister Bernd Neumann mit dabei, der damals Chef der CDU in Bremen war. Du kennst dich ein bisschen aus und wenn ich sage, es war einer, der aus Bremerhaven kommt dabei. Ach so, ja, okay. Ohne Namen zu nennen, die also wirklich sowas von betrunken waren und sich übergeben haben. Sonst aber warum haben die sich besoffen? Aus Überschwang des Erfolges oder aus Kummer? Ich war wahrscheinlich alles. Es war eine Feier zum Tag der Deutschen Einheit. In Bremen kann es ja eigentlich nur Kummer sein. Ne? In Bremen kann es als CDU-Mitglied in Bremen muss frustrieren. Ist so ähnlich wie SPD in Bayern.
Genau, wenn du dann auch aus Bremerhaven kommst, hast du auch einen Korn zu trinken. Ja, ja, genau. Ja. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt an dieser Stelle. Ich finde es faszinierend, dass bei aller Unterschiedlichkeit Bremen und Bayern gemeinsam haben, dass sie nach dem Krieg lediglich also eine Partei immer den Landeschef gestellt hat. In Bremen war es die SPD immer, seit dem Krieg nur eine Partei. Richtig. Also zwar in Koalition, jetzt in Bayern ja auch. Aber Bremen und Bayern hatten immer nur von einer Partei den Landeschef. Der Bürgermeister Bremens, also der Ministerpräsident, war immer von der SPD und in Bayern war es immer die CSU. Man merkt es ja auch. Die einzigen Bundesländer. Die SPD-Diktatur ist oder CSU-Diktatur, man merkt es halt seit über 60 Jahren. Ne? Ja. Na, aber ich im Grunde denke ich wirklich, dass wir sie lieben. Wir lieben auch eine, ganz kurz eine ehemalige Heidekönigin. Martin, die, ja? Ich muss kurz was fragen. Bist du derjenige, der bei der Late Line in Bremen im Fahrrad vorbeigekommen ist? Ja. Ha! Ja. Freddy, nein, Freddy bei Twitter, warum? Vielen Dank. Nur ganz kurz, ich habe hier gerade bei Twitter nämlich, die Fernseh-Late-Line hat stattgefunden vor einem halben Jahr und du bist da vorbeigefahren und warst mit dem Fahrrad vor der Scheibe und bist dann mit dem Fahrrad reingekommen. Du bist da, weiß ich auch genau, wie du aussiehst. Ich weiß noch genau, dein Händedruck, ein großer Typ bist du. Ne? Genau. Mann, ach, das ist ja schön, dass du mal anrufst. Mensch, toll. Du, ja. Ich kann direkt mal sagen, wir sind im November wieder im Fernsehen, aber dann, warte mal, ganz kurz hier im Kalender schauen. Im November ab 21. November sind wir wieder im Fernsehen zu sehen. Aber nicht aus Bremen. Ich glaube, einmal aus Bremen und viermal von woanders. Wir reisen durch ganz Deutschland. Aber dann weißt du ja, wen du dann zwei Eintrittskarten gibst. Wem denn? Mir. Werden wir mal sehen. Kriegen wir bestimmt. Ist noch lange hin, aber. Ansonsten muss ich ja wieder mit dem Fahrrad kommen. Das wäre genau, ja ein bisschen blöd. Aber das funktioniert ja trotzdem. Wenn du klopfst einfach und malst, hauchst wie der Velociraptor in Jurassic Park einfach durch die Nasenlöcher ein bisschen was Beschlagenes an die Scheibe und malst dann deinen Namen rein, dann weiß ich, wer du bist. Nee, dann machen wir das so. Martin, schön, dass du angerufen hast. Ich grüße nach Bremen und dann sehen wir uns ja spätestens in zwei Monaten. Bis zum Freund. Angenehme Nacht noch. Danke, bye-bye, tschüss. Ciao, ciao. 0880, 5 mal die 5 ist die Telefonnummer und das Thema heute ist der Stinkefinger von Per Steinbrück, die Abrisskugel von Miley Cyrus oder sonstige Promi-Geschichten oder natürlich auch jedes andere Thema. Das ist auch völlig egal, über welches Thema wir uns unterhalten hier in der Late Line. Und wenn ihr nicht anruft, liebe Leute, ich könnte jetzt Kings of Leon spielen mit Super Soaker, mache ich aber nicht. Ich könnte mich auch ein tolles Rezept verraten. Ah, ja, es ist eine gute Idee im Rahmen der Menschlichkeitsoffensive. Per Steinbrück macht einen auf menschlich. Es ist langsam immer dieses, wird mir oft unterstellt, dieses Zynische, dieses Abgefuckte, oft sehr Vulgäre, Unzugängliche. Ich möchte zeigen, dass ich bin ein Arschloch, ja, aber mit Herz. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, hey Leute, habt ihr Lust, seid ihr auch... Liebe geht ja über den Magen. Ich bin ein wahnsinnig guter Koch. Ich kann ganz toll kochen. Und am allerliebsten mag ich backen. Ich bin ein richtiger Bäcker. Und ich bin unten wirklich ein total Süßer im Sinne von, ich esse sehr gerne Süßes. Und habt ihr nicht Lust, einfach mal gemeinsam zu backen? Ich kann euch mein absolutes Lieblingsrezept, eine super Spezialität aus dem Hause Böhmermann verraten. Es handelt sich um Zimtschnecken. Ich verrate einfach mal, bis ihr anruft, bis die Leitungen wieder gefüllt sind oder wir über das Thema Per Steinbrück oder Prominente oder was auch immer wir reden wollen, 0880 5 mal die 5, bis dahin, so lange, ich spiele keinen Song, nee, ich lese euch einfach das Rezept, mein absolutes Lieblingsrezept vor, gelingt eigentlich immer, es handelt sich um Zimtschnecken, schwedische Kanelbullar, für circa 45 Zimtschnecken ist das Rezept. Ihr könnt gerne mitschreiben, ich lese es langsam vor. Also Zimtschnecken. Man braucht 900 Gramm Weizenmehl, Typ 405. Man kann aber auch, wenn man richtig tough ist, so ein Dinkelmehl nehmen, aber das ist für die Ökos. 1 Deziliter Streuzucker, ganz normalen Zucker. Man kann auch Rohrzucker nehmen, wenn man ein bisschen angeölt ist. Gerne auch Rohrzucker, aber eigentlich normalen Streuzucker, also ganz normalen Industriezucker. Egal. 1 Teelöffel Salz, dann nehme ich immer das mit Fluor, Phosphor, Arsen und wo noch mehrere Zusatzstoffe, Vitamin A, B, C, B, A, S und F und so. Je mehr da drin ist, desto besser, weil man hat ja irgendwie dann Beriberi oder sowas oder Skorbut, wenn man da nicht die Zusatzstoffe im Salz mit isst. Dann gibt es noch, ganz wichtig, 1 Esslöffel gemahlener Kardamom. Das ist ein Gewürz, was schwer zu finden ist in Deutschland. Am besten in den Bioladen gehen, weil da, die achten nämlich darauf, das ist Fairtrade-Kardamom und das ist wirklich von... Da kriegen die Kardamombauern auch genug Geld und sowas und das unter optimalen Bedingungen angebaut. 1 Esslöffel gemahlener Kardamom. Und am allerbesten schmeckt es, wenn man ganze Kardamomkörnchen nimmt und die dann
mit einem Mörser zerstößt, muss man aber sehr, sehr fein machen oder malen, wenn man eine Mühle hat, kann man das auch machen. Dann 150 Gramm Margarine, Zimmertemperatur, sehr wichtig, Zimmertemperatur. Ein Päckchen frische Hefe, keine Trockenhefe, keine Trockenhefe. Dann 0,5 Liter Milch und schon, das ist eigentlich schon alles für den Hefeteig, ist ein Hefeteig. Die Milch ein bisschen körperwarm machen, am besten, keine Ahnung, eine Unterhose vollsaugen lassen und die Unterhose einen Tag lang mit der Milch vollgesaugt tragen, dann ist sie schön körperwarm. Auswringen, vielleicht ein bisschen mehr Milch als 0,5 Liter, weil immer ein bisschen was in der Hose bleibt. Und dann die körperwarme Milch, da eine Tasse von abzweigen und dafür dann, da dann die Hefe mit auflösen. Mehl, Zucker, Salz, Kardamom und Margarine, alles schön zusammen mischen. Schön kneten, kneten, kneten und dann langsam die Milch dazu gießen. Und dann hat man eigentlich den Teig, den muss man schön gehen lassen. Beim Hefeteig, ganz wichtig, nicht die Temperatur ist entscheidend, sondern die Zeit. Der Hefeteig braucht Zeit. Den lasst ihr schön stehen, 2-3 Stunden. Oh, jetzt hat der Max angerufen, 22 Jahre alt. Sorry, Max. Gar kein Problem. Soll ich das Rezept nochmal eben kurz zu Ende erzählen? Mach das, ich finde das auch spannend. Ich habe das Gefühl, Kochsendung im Radio ist the next big thing. Und ich habe das Gefühl, Leute schreiben mit. Und jetzt braucht ihr nämlich noch für die Füllung. Jetzt die Zimtschnecken werden, das ist jetzt der Teig, das ist ein ganz normaler Hefeteig, ganz einfach, sehr simpel. Simple as that. Ich poste das gleich auch nochmal bei Facebook. Am Ende der Sendung. Und so, jetzt kommt die Füllung, die ist sehr wichtig, Max. Hörst du zu? Schreib mit. Ich schreibe schon die ganze Zeit. Also man nimmt so kleine Rama, so eine kleine Rama-Dose Margarine, da ist immer genau 250 Gramm drin. Man kann auch Butter nehmen, wenn man es wirklich, wenn man es nötig hat, kann man auch Butter nehmen. Und von dieser 250 Gramm Packung Margarine ist noch 100 Gramm über, die braucht man jetzt für die Füllung. 4 Löffel Streuzucker, 2 Esslöffel Zimt. Also im Verhältnis 1:2 Zimt und Zucker mischen. Und daraus macht man mit der Margarine zusammen so eine Creme. Und man teilt den Hefeteig jetzt in 2 Teile, in 2 Klöpse, wenn er schön aufgegangen ist, nach 2-3 Stunden. Und knetet ihn nochmal schön, rollt ihn aus, sehr groß, und bestreicht die eine Hälfte des Teiges mit der einen Hälfte dieser Füllung. Rollt das zusammen und schneidet die Rolle in Scheiben. Und schon hat man eigentlich Zimtschnecken. Eigentlich hat man dann, das sind schon Zimtschnecken. Das macht man mit der anderen Seite auch noch. Dann lässt man das nochmal schön in so Förmchen gehen. Man kann es auch Muffinform tun, aber man kann es auch in diese kleinen Papierförmchen tun. Dann lässt man es noch schön aufgehen, ein bisschen bestreichen mit Eigelb und dann Hagelzucker drüber und dann bei 250 Grad ungefähr 5 bis 6 Minuten backen. Mua, sehr lecker. Ich poste das Rezept. Leute, ich poste dieses Rezept gleich bei Facebook. Komme, was wolle. Ich bin richtig so motiviert darauf. So, jetzt Max, kommen wir aber zu dir. Morgen ist Promi Big Brother, darüber reden wir. Olli Pocher moderiert, Cindy aus Marzahn auch moderieren, beides in Anführungsstrichen. Richtig krass, wie der abgestürzt ist, ne? Olli, meinst du, Olli Pocher? Ja, richtig. Ja, aber wie er es wieder geschafft hat. Also er war bei Sky, ein Jahr lang war er komplett weg vom Fenster, aber durch grandioses Management, muss man sagen, hat er es geschafft. Ja, also ich meine, grandios jetzt als Partnerin Cindy aus Marzahn zu haben, das kann man so sehen oder so. Ja, was gibt Schöneres, oder? Ja, also Was ich so gehört habe aus ZDF-Kreisen, ist es ja eine wahnsinnig angenehme Kollegin, auch hinter den Kulissen. Sehr das unkompliziert, sehr einfach. Aber trotzdem, ich finde, die geht irgendwie gar nicht. Irgendwie ist immer das Gleiche, da kommt nichts Neues bei der. Das ist immer so, ja, sie kommt aus Marzahn und gut ist. Ja, ja. Stell dir mal vor, Max, wenn wir eines Tages einen Kanzler haben sollten, theoretisch, also ich meine nach heute, nach dem Stinkefinger, ist es in relativ unwahrscheinliche Ferne gerückt, aber wenn wir einen Kanzler haben, der ist ja schon lustig, ne? Der Per Steinbrück ist ja schon ein lustiger Typ, muss man mal sagen. Ja, wie könntest du dir den als Kanzler vorstellen? Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte. Nach dem Stinkefinger von heute kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es überhaupt jemals irgendwas wird mit dem, aber es wäre natürlich krass, weil es ist wirklich der ist ein lustiger Typ, das muss man ihm schon zugutehalten. Die Frage ist, ob Deutschland das dazu bereit ist. Ja, der nimmt auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund, würde ich sagen. Aber da würde ich noch fast weitergehen. Mhm. Wie lustig das ist, wenn man jetzt natürlich den Sittenverfall in Deutschland sieht, dass vielleicht so in 20 Jahren, wie du schon eben gesagt hast, mal das möglich ist, einen Ex-Bundeskanzler, der so verzweifelt ist, in den Big Brother-Container zu schicken. Ja, welcher Ex-Bundeskanzler könnte das sein? Da weiß ich nicht. Also wer es auf jeden Fall nötig hat, imagemäßig, ist Helmut Kohl. Helmut Kohl hat es nötig, aber ich frage mich, ist der Big Brother-Container barrierefrei? Wenn er barrierefrei ist, geht es, wenn nicht, dann nicht. Und muss Maike oder darf Maike mit rein oder muss Helmut alleine? Und wenn Helmut im Container ist, kommt Kai dann auch mit dazu? Das sind mehrere Fragen, die ich mir auch stellen würde, aber kannst du dir das nicht vorstellen, so irgendwie...
oder auch so gescheiterte Politexistenzen. Ich meine, da gibt es ja in der CDU immer mehr. Die kriegen das vollste Vertrauen ausgesprochen und zack, im Big Brother-Container. Ich kriege gerade die Nachricht von Olli Pocher bei Twitter, dass Jenny Elvers auch einzieht. Voll, da habe ich auch gelesen, Freund. Ich habe das extra nochmal gelesen, weil du das so angeteased hast, aber boah, also die hat ja so ein schweres Alkoholproblem. Ja, ne? aber David Hasselhoff auch. Und beide haben ein schweres... da können die ja schon mal den anonymen Alkoholiker... Ja, den prominenten Alkoholikern. Ach ja. Du Jemine, das wird ja was. Aber hat sich seine Eins ja echt nicht lumpen lassen, du. Das ist ja echt ganz schön, ich glaube, es war richtig teuer. Also Jenny Elvers, weiß ich nicht, ob ihr Mann sie noch berät, aber ich glaube, es war wahnsinnig teuer. Also David Hasselhoff war auf jeden Fall teuer. Hattest du das damals gesehen, als sie da so abgestürzt ist in dieser Live-Sendung? Bei Bettina Tietjen auf dem Sofa. Genau, wo sie da so auch breitbeinig starke Skizzen gemalt hat. Ja, genau, sie ist ja auch Schmuckdesignerin. Ja, das ist schöner Schmuck gewesen. Ja, ja, sehr, sehr schöner Schmuck. Würdest du von ihr auch gerne mal einen Ring geschenkt bekommen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Den würdest du auch tragen. Ich würde ihn auch tragen, ja, aber ich würde ihn, obwohl er für den Finger gemacht ist, untenrum tragen, was daran liegt, dass er einen sehr, sehr dünnen Penis habe. So groß, so dünn wie ein Ringfinger. So dünn wie ein Ringfinger. So dünn? Ja. Von Jenny Elvers. Aber sehr lang, aber sehr dünn. Sehr lang und dünn. Ja, wie so ein Schwanz von so einem Brüllaffen. Also so ein Schwänzchen, Affenschwänzchen. Du hast mir übrigens heute den Tag gerettet im Prinzip. Ich habe mir 2, 3 Podcasts von dieser Late Line runtergeladen. Ja. Und dann bei meiner langen Autofahrt, die ich bei meinem tollen Praktikum im Fernsehen gerade machen darf. Du machst ein Praktikum beim Fernsehen gerade? Ja, bei einem kleinen Privatfernsehsender. Ja, ich sag keinen Namen. Nee, warte, du kommst aus Bamberg und lange Autofahrt TV München. TV Oberfranken. TV Oberfranken gibt's auch, nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Und da durfte ich heute viel Auto fahren und habe Podcasts von dir angehört. Das ist aber schmeichelhaft, Max. Ich grüße an dieser Stelle mal alle Leute, die diese Sendung nicht live hören, sondern als Podcast. Jetzt, momentan sind wir live, Beweis, 0.23 Uhr. Aber viele Leute hören das ja als Podcast. Hast du, Max, wo du Bamberg, bei Bamberg fällt mir immer ein, wer ist ein großer Bamberger? Ich bin ja zugezogen. Ich komme ja eigentlich sonst aus dem Einzelleistungskreis. Der berühmteste Deutsche, würde ich behaupten, der in Bamberg geboren ist, heißt mit Vornamen Thomas und mit Nachnamen? Hilf mir weiter, ich weiß Gottschalk. Nicht. Thomas Gottschalk kommt ist geboren in Bamberg. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Und hast du am Montag die große Sendung Gottschalk und Jauch, die 2 gesehen? Die war so spannend, dass ich eingeschlafen bin. Bei der Sendung? Vor lauter Aufregung eingeschlafen. Es war so aufregend. Das Adrenalin hat mich zum Schlafen gebracht. Ich habe Atmung gekriegt und dann ist der Sauerstoff dünn geworden, dann bin ich eingeschlafen. Fabian fragt gerade, ob man TV Oberfranken eigentlich als Fernsehen bezeichnen darf. Oder ob das in Deutschland verboten ist. Und wieso riecht es eigentlich wieso riecht es eigentlich nach Frikadelle in diesem Raum? Es riecht in diesem Raum, in dem ich mich gerade aufhalte, nach Frikadelle. Und es hat aber niemand Frikadelle gegessen. Also, vielleicht hat eben wer in deine Richtung gerülpst, als du ganz kurz. Ja, aber ich bin allein in diesem Raum. Nur hinter der Scheibe sehe ich noch eine Person, aber die hat garantiert keine Frikadelle. Es ist ein Grünkern-Vegetarier, ein ganz schlimmer Vegetarier, der auf der Seite erscheint. Aber vielleicht hast du einfach so Bock nach diesem schwedischen, was war das nochmal? Kanelbullar, dass du jetzt irgendwie Bock auf Frikadellen gekriegt hast. Nee, Kanelbullar, das sind Zimtschnecken, das ist was Süßes. Ja, ja, aber irgendwie Gebäck. Aus so einer verquerten Situation, dass wir Kann Bock sein. Doch auf... Ja. Kann sein, ne? Kann sein. Ich bin auf jeden Fall... Was? Ich muss nur ganz kurz die Nummer sagen, um vorzubeugen, dass wir hier anrufmäßig leer laufen. Übrigens, liebe Ladies, das ist jetzt mal ein Aufruf nur an euch. Ich weiß, ihr seid da draußen, ihr seid attraktiv, ihr seid jung, ihr seid gut aussehend. Und jetzt ist es an der Zeit, endlich mal eure manikürten Fingerchen zum Telefon zu bringen oder auf eurem Touchscreen bei eurem Smartphone mal drauf rumzudrücken und einfach mal anzurufen. 0880 5x5. Wir können auch über alles andere reden. Also ich bin kann wahnsinnig gut zuhören, beziehungsweise so tun, als würde ich zuhören. 0880 5x5 ist die Telefonnummer. So, Max, zu dir. Wirst du denn morgen jetzt nicht Big Brother gucken? Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du keinen Bock drauf. Also, vielleicht werde ich es mir doch antun. Also, einfach nur, weißt du, man muss ja auch im Gespräch bleiben. Du sagst das ja auch immer sehr passend. Muss man einfach mitreden können, ne? Ja, das ist leider, aber es gilt ja nur für mich. Du musst ja nicht mitreden können. Ich muss ja gewappnet sein, wenn Leute anrufen und mit mir über Promi Big Brother reden wollen. Dann darf ich nicht so tun, als würde ich das nicht kennen. Aber du musst ja nicht mitreden.
Ja, aber in meinem kleinen Menschenbekanntenkreis. Ja, das stimmt. Und wenn man sich nur zusammensetzt und sagt, habt ihr die Scheiße gesehen? Ne? Aber das kannst du auf jeden Fall so als Blaupause für Samstag dir merken. Das kannst du auf jeden Fall einfach so sagen. Das wird garantiert stimmen. Neben Hausarbeit schreiben wird das ein Highlight für den Abend. Aber es ist interessant, du bist jetzt Student, du schreibst eine Hausarbeit und bist noch Praktikant bei TV Oberfranken. Ja, genau. Was macht man denn als Praktikant da? Machst du da, erstmal läufst du da mit oder was machst du da? Am Anfang durfte ich mitlaufen. Dann leider nicht mehr. Musst du nur rumsitzen. Ja, jetzt muss ich Auto fahren. Nein, ich darf auch selber Beiträge schreiben und mal durfte ich mit der Kamera ein bisschen filmen. Und was gab es da zu berichten? Heute zum Beispiel oder so die Woche über? Die Woche über habe ich Beiträge zu einem Karate-Tag in Coburg, Nähe Coburg gemacht und dann habe ich die Karpfensaison mit Lokalpolitikern. Die Karpfensaison? Das war super. Die Karpfensaison ist eröffnet. Ja, das wird immer im September eröffnet. Ach guck, vielleicht ist der Stinkefinger von Steinbrück ja auch die offizielle Eröffnung, so nach dem Motto Ortsaft ist, wenn der Kanzlerkandidat den Stinkefinger zeigt, ist die Karpfensaison eröffnet. Ähnlich. Also ich denke, dass der Stinkefinger auf jeden Fall also in einer Riege mit dem Karpfen spielt. Also auf jeden Fall. Max? Ja? Ich lege jetzt auf. Alles klar, es war wunderschön mit dir. Ebenso. Küsschen nach Oberfranken. Ja und danke, tschüss. Ciao. 0880, 5x5. Hatin Jutsche fragt, fragt bei Twitter, warum ich eigentlich weiß, dass sie gerade ihre Nägel manikürt habe. Tja, wir sind direkt angeschlossen hier bei der ARD an die NSA. Alle Gesellschaften mit drei Buchstaben hängen zusammen. BRD, NSA, H&M, nur zwei Buchstaben, aber egal. Wir hängen alle zusammen und wir sind alle angeschlossen an das Überwachungssystem der NSA. Und ihr finanziert quasi also eure totale Überwachung über eure Rundfunkgeräte. Wenn ihr ein angemeldetes Rundfunkgerät habt, dann ist es standardmäßig, dass nicht nur ihr uns sehen und hören könnt, uns Rundfunkproduzenten, sondern wir können euch natürlich auch sehen, ist ja klar. Wenn ihr ein Radio habt, können wir euch hören. Wenn ihr einen Fernseher habt oder einen Computermonitor, können wir euch natürlich auch sehen. Logisch, Technologie ist keine Einbahnstraße. Längst nicht mehr, die Zeiten sind vorbei. Also, wenn ihr vorm Rechner seid, erstmal Hose hoch. Zuallererst Hose hoch. So, genau dich meine ich. Ganz kurz mal eben. Genau dich meine ich. Du kleiner, verwichster Nerd. Nimm die Hand vom Pimmel. Ich sehe dich. Erstens. Zweitens. Du Tante, die da gerade auf dem Bett sitzt und sich die Fußnägel lackiert, reiß dich mal ein kleines bisschen zusammen. Reiß dich ein kleines bisschen zusammen. Ich höre dich zwar nur, aber ich höre, wie dilettantisch du dir die Fußnägel lackierst. Furchtbar, übergemalt, auf den Zeh gemalt. Du hast dir auf den Zeh gemalt. Diese Füße sind nicht sommerfit. Mach das nochmal. Ich sehe dich. Ich sehe euch alle. Und ihr könnt mich hören. 0880, 5x5. Ihr könnt auch anrufen. Tina ist in der Leitung, 30 Jahre alt, aus Rostock. Na, endlich ruft eine Frau an. Ja, schau an. Hast du dich auch gerade die Brüste lackiert? Nägel lackiert? Nicht wirklich. Nee. Kleiner Wichser bin ich auch nicht. Nee, aber nee, kleiner Wichser habe ich jetzt auch nicht. Das meine ich jetzt mehr. Ich habe gehört, du kannst kochen, backen. Ich kann kochen und backen und bin ganz wahnsinnig toll, Rücken massieren und so. Okay. zum Promi Big Brother, ja, nun gut. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, also da finde ich das Dschungelcamp noch besser, wobei die auch nicht, was Alkoholiker und Ex-Alkoholiker betrifft, auch nicht besser waren. Die haben sie da auch reingeschleppt. Mhm. Zum Beispiel, wie hieß sie, Brigitte Nielsen? Ja, stimmt, genau. Als Alkoholiker. Ja, stimmt, die ist ja danach auch wieder rückfällig geworden, wahrscheinlich auch wegen des Dschungelcamps. Ich vermute es mal. Und dann diesen Schauspieler, mir fällt der Name nicht mehr ein, den haben sie, glaube ich, Helmut Berger. Ja, genau, aber da ist ja Alkohol das geringste aller Probleme. Meinst du? Ja. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Der hat schon andere Sachen gebracht und ich glaube, das war auch unter Alkohol. Ich finde, bei Helmut Berger, das ist der ist so eine Talkshow-Sau, die durchs Talkshow-Dorf, eine Sau, die durchs Talkshow-Dorf getrieben wird. Das ist sowas von absehbar gewesen. Immer wenn eine Show so ein bisschen lahmt, lädt man sich Helmut Berger ein. Der kommt, wenn man die richtige Summe an Geld bietet und der liefert eigentlich immer ab. Immer so ein leicht verwirrter alter Mann, der gerade. Da haben sie so Sachen erzählt, ich weiß nicht, ob die stimmen, um Gottes Willen. So auf, ich weiß nicht, Wiener Oberball oder was, da soll er da gesessen haben. Ich kann nicht die Hosen gekotet haben. Ja. Das kann ich nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Aber ist mir es keine wurde Ahnung. Halt erzählt und da habe ich gedacht, wie können sie so ein, wie kann man das machen? Ja. Ich meine sicherlich. Da siehst du immer, wie zynisch dieses Mediengeschäft Leute, ist. Darf ich das wirklich so sagen? Ja. Sag, was du willst. Okay. RTL ist dafür bekannt, dass sie Sendungen bringen, wo sich Leute einfach nur dran aufgeilen.
ohne Niveau. Die Leute geilen sich dran auf. Mhm. Und im Sinne von sexuell erregen oder im Sinne von einfach Voyeurismus? Beides. Mhm. Sei es Gewalt, sei es Sex, sei es irgendwelche stumpfsinnigen Scripted Reality Shows mhm. oder was weiß ich, wie man mitten im Leben kann. Und so, ne? Und, ja, und, genau. Problemfälle. Ich bin schon froh, dass ich seit 3 Monaten kein Fernseher mehr habe. Ja, das mir fällt auch immer wieder ein, warum. Mhm. Ja, und pfui. Gut, jetzt haben sie bei die, wie heißt das Vibe? Elbershagen? Ja, Jenny Elbershagen. Ich muss ganz kurz mal eben die Telefonnummer sagen, ganz kurz mal eben. Ja, okay. 0880 5 mal die 5. 0880 5 mal die 5. 0880 5 mal die 5. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Nein, 0880 5 mal die 5. Ey, ruf, wir sind hier nicht bei der Sex-Hotline. Ruf mich an. Und ich denke mal, da wird nach 2-3 Tagen, also wenn die wirklich nicht mehr so trocken ist oder ich weiß nicht was, ich denke, da wird's. Also ich glaube, die müssen sie rausnehmen, ganz ehrlich. Tina? Male, wo man sie, ja, ich bin noch dran. Ja, aber nicht mehr lange. Schön, dass du angerufen hast. Ich grüße nach Rostock und wir gehen direkt rüber. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, ne? Okay, tschüss. Ciao. Wir gehen mal direkt rüber zu Anton, der ist 26 Jahre alt. Du kommst aus, wo ist es, Mückermüde? Nee, was ist das? Uckermünde. Uckermünde. Hallo, schönen guten Abend. Hier schreibt unser Legastheniker in der Regie, schreibt Mückermüde. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Die hat es nicht richtig verstanden. Ja, ist nicht so schlimm. Man muss ein bisschen nachsichtig sein mit den Leuten, ne? Ist ja auch spät. Defensiv fahren. Ich bin müde, schreibt die Kollegin hier gerade. Ich bin müde. Was soll ich denn sagen? Und du machst nur die Regie. Ich muss hier sitzen und mit den Leuten reden. Was meinst du, wie ich mich fühle? Guck, jetzt beschweren sich die Mitarbeiter. Anton, sag doch mal was. Die Mitarbeiter beschweren sich, dass sie müde sind. Die sind müde. Aber ich bin auch müde. Alle sind müde. Die Leute sind müde. Wir sind alle müde zusammen. Ich sage immer, Party ist, was du raus machst. Und wenn du müde bist, dann kann die Party sonst wie geil sein. Genau, Community. Nee, Community. Wir sind eine Community. Community. Alle sind müde. Wir sind gemeinsam, wir schlafen alle miteinander, wie in so einem großen 70er-Jahre-Bett. Alle, ja, wir kuscheln alle miteinander. Alle kommt in meinen Schlafsack, Leute. Ich hab mich schon ausgezogen. Oh, schön. Wir füßeln. Robin schreibt gerade bei Twitter, verstehe ich das jetzt richtig? RTL hat kein Niveau? Fragezeichen. Wohl richtig verstanden. Hab ich auch schon gehört im Radio und so. Anton, ich lese hier gerade, dass Helge Schneider, der berühmte Helge Schneider, der berühmte deutsche große Komiker, der wirklich tolle Komiker Helge Schneider, dir mal den Stinkefinger gezeigt hat. Ja, mein Favorite auf jeden Fall auch. Musste ich jetzt unbedingt melden zu dem Thema. Ja, sag mal, unter welchen Umständen? Hast du ihn zusammen mit Johannes B. Kerner auf Sylt getroffen oder was? Fast. Nee, ich war in Duisburg mit einem Kumpel zu Besuch, da bei ihm sozusagen, war im Park. Und es waren nicht unbedingt viele Menschen da. Und dann lief halt jemand lang mit einer Dame im Arm und ich sage, das ist doch Helge. Mhm. Und dann meint mein Kumpel, dann fragen wir doch mal. Und rief halt, hey Helge, schrie ihm hinterher und stand auf. Und Helge hat sich nicht umgedreht, aber er hat uns den Stinkefinger gezeigt, worauf ich schließe, dass es Helge war. Ja, weil das natürlich einfach, war in so einer intimen Situation, wahrscheinlich hatte er keinen Bock drauf, jetzt erkannt zu werden oder so. Ja, aber ich finde... Oder ihr wart zu prollig vielleicht, weil ihr wart vielleicht zu prollig, kann ja auch sein. Ich kann ihn da voll verstehen, ich hätte es auch gemacht. Mhm. Und um mal den Zusammenhang jetzt zu senden, noch zu finden, ich finde ja im Prinzip die Frage, die sich bei all denen jetzt, ob Miley Cyrus oder sonst dem stellt, die machen ja eigentlich nur zu dem Thema, schlechte Publicity ist gute Publicity. Und die Frage ist ja eigentlich berechtigt, ob das wirklich stimmt. Aber das ist so ein Satz aus den 90er Jahren. Das hat man früher Leuten gesagt, die es einfach nicht drauf hatten, haben immer gesagt, ja, aber any promotion ist good promotion. Es ist aber leider nicht richtig. Schlechte Promotion oder schlechte Publicity ist schlechte Publicity. Und gute Promotion ist gute Promotion und schlechte ist halt schlechte Promotion. Also wenn Leute mit negativ auffallen, dann macht es die einfach unbeliebter. Sie werden zwar bekannter, aber sie werden dadurch, es ist nicht besser. Es ist nicht besser. Das ist richtig. Und ich muss aber persönlich sagen, in dem Fall Helge Schneider war die schlechte Publicity wirksam und ist in meinem Status Held noch weiter gestiegen. Ja, weil ihr wahrscheinlich rumgeprollt habt. Wahrscheinlich war der so halb besoffen und habt dann so, Helge, sing mal Katzenklo. Und dann hätte ich natürlich an Helge Schneiders Stelle auch keinen Bock gehabt. Ja, aber er hat sich in dem Moment bei mir sehr beliebt gemacht. Ja, das ist aber er ist einfach ein cooler Typ, das ist einfach ein guter Mann. Helge Schneider ist ein echt guter Mann. Auf jeden Fall, der sollte mal ein bisschen mehr ins Rampenlicht gezogen. Der sollte mal als Bundeskanzler kandidieren. Das wäre mal cool. Ja. Nein, das wird wieder, ist wieder nicht konsensfähig. Immer schön immer in Richtung Mitte. Toll.
Der würde auf jeden Fall das Boot lenken. Ja. Anton, ansonsten noch eine Meinung zu Promi Big Brother oder wollen wir dieses traurige Thema lieber aussparen? Ich kann mich der Vorrede in dem Sinne auch anschließen. Ich habe Fernsehen aus gutem Grund abgeschafft bei mir. Zumal ich ja die Promis auch ganz gut live erlebt habe schon. Ja, aber das darf man gar nicht mehr sagen. Das ist ein Argument auch aus den 80ern oder aus den 90ern. Nicht mehr Fernsehen gucken, das ist eigentlich nicht erlaubt. Eigentlich, ich als quasi Herr dieser Sendung lasse das eigentlich nicht gelten. Oder möchte zumindest nicht, dass das positiv rüberkommt. Das ist genauso, wie man sagt, ich lese keine Bücher. Es ist nun mal da. Man kann das Fernsehen nicht wegdiskutieren. Auch wenn es scheiße ist, es ist nun mal da und wir bezahlen alle dafür. Ja, zwangsläufig guckt man auch mal rein, ist richtig, ja. Ja, ab und zu. Und wenn man nur im Internet meiner Mediathek guckt, man kann ja selektiv gucken. Und wenn du nur einmal im Monat einen okayen Tatort oder nur einen Tatort guckst, weil du dich aufregen willst. Na, oder so wie McDonald's, einmal im Jahr so. Ja, genau, genau. Obwohl, das habe ich jetzt letztens von Moritz Bleibtreu gehört, McDonald's, wenn man einmal bei McDonald's gegessen hat, darf man nie wieder was Schlechtes über McDonald's sagen. Weil ich habe den im Interview gehört bei Bettina Rust am Sonntagnachmittag vor meiner Sendung mit Olli Schulz, hat er sich gerechtfertigt für sein Werbeengagement für McDonald's. Er hat ja diese komische, zusammen mit hier Krö und Jürgen Vögel und Christian Ulm und wer auch, und Joko und alle waren dabei, alle haben Werbung für McDonald's gemacht. Und Moritz Bleibtreu eben auch und Tarek Mbarek oder wie sie alle heißen. Und da haben sich viele Leute darüber aufgeregt, weil die gesagt haben, das ist doch uncool, dass die Werbung machen für McDonald's. Was soll denn das? Das sind doch coole Schauspieler, die sollen mal lieber Werbung für coole Sachen machen oder gar keine Werbung. Die haben doch wohl genug Geld. Und da hat Moritz Bleibtreu sich sowas von aufgeregt drüber, weil er gesagt hat, ich mache für alles, was ich konsumiere, kann ich auch Werbung machen. Und wenn irgendeiner, der sich beschwert hat darüber, dass ich Werbung mache für McDonald's, schon mal bei McDonald's gegessen hat, dann sollen denen die Finger abfaulen, hat er gesagt. Und er war richtig auf 180. Ja, aber da hat McDonald's ja wieder so richtig gut getroffen, ne? Weil die haben ja gute Publicity dadurch. Ja, aber auch das ist wieder dieser alte Merksatz, any promotion is good promotion, ist totaler Scheiß. Schlechte Promotion ist schlechte Promotion. Schlechte Publicity ist schlechte Publicity. Man macht, macht einen zwar bekannter, aber nicht beliebter. Und, eben. Da kann man Moritz Bleibtreu heißen, wie man will. Ja. Jo, das wollte ich eigentlich nur mal melden. Ja gut, vielen Dank, dass du das gemeldet hast. Ich finde es schön, dass die Late Line eines Tages, dass du sagst melden, das finde ich ganz toll. Ich habe übrigens noch eine Prophezeiung und zwar der Steinbrücksche Stinkefinger wird wahrscheinlich in 20 Jahren, so eine Art Abrissbirnen-Video wird dann die Kanzlerin der Zukunft wahrscheinlich machen müssen. Oder der Stinkefinger wird zum Wort des Jahres gewählt. Das erste Mal, dass eine Geste zum Wort des Jahres gewählt wird. Von der Duden-Redaktion. Der Stinkefinger ist schon ein altes Wort, der hätte es ja mal verdient. Nein, nicht das Wort, sondern die Geste. Ja, das Symbol. Ja. So, ist auch egal. Tschüss, mein lieber Anton. Gruß nach Ueckermünde. Ja, danke. Tschüss. Bye, bye, Junimund. So, 0880, 5x5. Ab sofort werden nur noch Frauen durchgestellt. Sehr attraktive Frauen, die bitte 18 Jahre alt sind. Rosalie ist 17 Jahre alt. Hallo. Macht nichts. Danke. Hey, du kommst woher? Aus Wirmsheim, aber das sagt jetzt wahrscheinlich nichts. Ja, dann beschreib doch mal die nächstgrößere Stadt. Pforzheim. Und da die nächstgrößere Stadt? Also es liegt zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Mhm. Okay, also Baden-Württemberg. Ja, genau. Super, super schönes Bundesland. Wahnsinnig unsympathische Menschen leider. Hallo? Nein, nicht du jetzt, nicht du. Aber es gibt viele sehr unsympathische Menschen in Baden-Württemberg. Wirklich? Ja. Nee, aber gibt's überall. Es gibt überall Arschlöcher, gibt's überall. Ja. Einige moderieren sogar Radiosendungen. So, aber jetzt zu dir, Rosalie. Promis machen nur so Mist, weil wir uns das... Passt. Was sagst du? Ich heiße Rosalien mit N hinten. Rosalien, ja, wir haben nur, wie gesagt, wir haben dyslektische Legastheniker in der Redaktion. Und die haben ausgerechnet die Aufgabe, Sachen aufzuschreiben und zu lesen. Ist so. Egal, Rosalien. Du kommst aus der Nähe von Pforzheim, bist 17 Jahre alt. Hörst du uns über das Ding? Ja. Sehr gut. Das Ding live, laut, lässig. Jo. That's cool. Du sagst, Promis machen nur so einen Mist, weil wir uns das angucken. Ja, genau. Also weil wir quasi die mit Aufmerksamkeit bedenken, nur deswegen machen sie sowas? Ja, genau. Also ich meine, warum gibt es sowas eigentlich völlig Abstoßendes wie mitten im Leben? Das sind jetzt keine eigentlich Promis. Nur, weil es häufig angucken. Oder auch irgendwie, also ich höre schon eine Weile zu und ich denke die ganze Zeit, dass Leute darüber diskutieren, ob sie Promi-Big Brother angucken.
Also für mich stand es nie zur Debatte, ob ich das angucke oder nicht. Ich gucke es nicht an. Warum guckst du es nicht an, Rosalind? Damit wirst du doch auf dem Schulhof von allen bestimmt in die Magenkuhle gehauen, weil du nicht mitreden kannst. Ja gut, ich gehe ja nicht mehr zur Schule. Ach so. Weil du einfach... Abi fertig mit 17, verdammt nochmal. Ihr Jungs, ja. Ihr werdet immer früher fertig. Und jetzt bist du mit 17 an der Uni theoretisch, ne? Ja, kannst jetzt mit 17 an die Uni gehen. So ein bisschen in so ein Loch, weil... Ja. Ich weiß nicht, mit 17 studieren ist ja schon irgendwie nicht so... Nee, mit 17... Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erlauben darf. Da lungern noch ganz viele geile 26-Jährige rum. Sollte man überhaupt nicht erlauben, dass 17-Jährige an die Uni gehen. Ja. Sexual Predators in der Uni. Da musst du dich vorsehen, Rosalind. Ja gut, vorsehen. Ich fange jetzt nächstes Jahr an zu studieren. Ist eine gute Entscheidung. Mach erstmal was freiwilliges, asoziales Jahr oder irgendwie sowas. Mal rumlungern, ja, sich wobei, das ist Haare echt nicht schwierig. Waschen. Ich habe versucht, irgendwas zu finden und da ist einfach ein Loch. Es ist nicht möglich, irgendwie ins Ausland zu gehen. Keine Organisation nimmt ein und Freiwilligendienst geht auch nicht und so. Ja, weil du 17 bist. Man kann auch keinen Bufdi-Freiwilligendienst irgendwas beim Bund machen. Ja. FSJ nimmt einen eigentlich auch niemand. Ja, früher sind die jungen Leute dann, wenn sie keine Perspektive hatten, einfach zum Bahnhof Zoo gefahren und haben sich Drogen gekauft. Aber das ist auch nicht mehr so einfach heutzutage. Ne? Ist zu teuer mit der Bahn, man kann jetzt mit diesen Fernbussen dahin fahren, aber es ist so viel Orga-Aufwand und so. Nicht mal so ein geordneter Abstieg ist möglich, euch jungen Leuten. Es bleibt wirklich nur noch das Internet als einziger Hoffnungsträger oder in den Medien arbeiten. Ja. Naja, das käme für mich nicht in Frage. Nee, was möchtest du denn mal beruflich machen eines Tages? Ingenieur. Ingenieur? Ja, Maschinenbau. Oder Ingenieurin? Ja, Ingenieurin. Maschinenbau, das ist aber sehr ungewöhnlich. Bist du so mathematisch, physisch begabt? Ja. Wirklich? Was hast du denn Mathe gehabt für eine Zensur? Oh Gott, was hatte ich im Abi? Zahl vergessen. 12 Punkte. Ah, 12 aber Punkte, eigentlich nicht war ich besser. 12 also Punkte, aber eigentlich, du wurdest, die Lehrer haben dich unterschätzt. 12 Punkte, aber eigentlich warst du besser. Ist auch geil. Ja, ich habe einen Abischnitt von 2,3, aber ich war eigentlich besser. Eigentlich war ich 1,0. Ich habe Abischnitt 2,3, aber ich war eigentlich 1,0. Die Lehrer haben sich nur verrechnet. Aber ich wollte mich nicht aufdrängen hinterher. Die haben sich nur verrechnet. Und ich wollte aber nicht darauf aufmerksam machen, weil ich nicht wollte, dass sie sich schlecht fühlen. Und deswegen habe ich einfach das akzeptiert. Nee, ich habe im Mathe-Abi die zweite Seite vom Pflichtteil übersehen. Ah, okay. Aber das heißt, eigentlich warst du besser, nur halt nicht aufmerksam. Ja, genau. Noch. Ich muss ganz kurz mal eben auflegen, weil Kinsey ist noch in der Leitung und die möchte ich unbedingt nochmal dran nehmen. Tschüss, schönen Ciao, Abend. Mach's gut, Rosalind. Alles Gute für die Zukunft. 0880 5 mal die 5, bitte nicht mehr anrufen. Das ist der letzte Anrufer jetzt. Garantiert. Kinsey, ey, Kinsey. Hallo. Bist du die krasse Abend. Kinsey aus Bonn? Ja, Mann, ich bin die krasse Kinsey aus Bonn. Ich kann mich noch erinnern. Klaus Kinsey. Genau, mit einem weichen S. Ja. Hattest du nicht so einen bizarren Migrationshintergrund? Ja. Wenn du den bizarr nennen möchtest, ja. Sag nochmal kurz, irgendwie Afrika. Ja, Nordkorea. Afrika, Nordkorea, Somalia, Eskimo. Eskimo. Eskimo ist auch mit Indianerin. Drin. Indianerin. Ja. Und ein kleines Finnland. Bisschen Saarland ist auch noch mit dabei. Ist auch egal. Multikulti, yes. Multikulti. So, genau. Letztes Mal, weiß ich noch genau, ist mir das Blut in den Adern gefroren, weil es ging irgendwie, es waren unpassende, gab es einige unpassende, nicht unpassend, aber ich sag mal, on the edge war es mit dir. Es war schön auf eine Art, aber war auch irgendwie aufregend. Ja, ich habe mich jetzt unter Kontrolle. Ich habe meine Medikamente genommen. Sehr gut. Ritalin drin, Betreuer war da. Genau. Ja, der Upper halt abends ein bisschen Ritalin. Genau, und dann noch, geht's wieder. Genau, super, schön. Ja. Schön, mit Drogen geht es einem viel, viel besser. Wenn das die Message ist, die bei dieser Late Line rauskommt, bin ich voll zufrieden. Und Kinder, wenn ihr es falsch verstanden habt, liebe Jugendliche, wenn ihr keine Perspektive habt, einfach mal zum Bahnhof Zoo fahren und sich einfach mal ein bisschen länger die Beine im Bauch stehen, da kommt garantiert eine Perspektive auf euch zu. Warst du schon mal im Bahnhof Zoo, Kinsey? Durchgefahren. Ja, man fährt nur durch. Ne? Mittlerweile landet man am Hauptbahnhof. Und am Hauptbahnhof in Berlin gibt es nicht die Möglichkeit abzustürzen. Man kann nicht mal ein Taxi nehmen. Du kannst am Hauptbahnhof eigentlich nur... es gibt nicht mal einen Puff. Du kannst zum Bundeskanzleramt und du kannst nach hinten raus dir die Gleise angucken oder du kannst zum Hamburger Bahnhof gehen. Es gibt nichts am Hauptbahnhof in Berlin, wo man abstürzen kann. Man kommt da an und man ist... Ist das nicht auch ein Zeichen unserer Zeit, dass man nicht mal in dem Hauptbahnhof der größten Stadt Deutschlands abstürzen kann? Man kann schon abstürzen, aber psychisch. Wenn man da einfach mal ein bisschen stehen bleibt und die Leute beobachtet, dann stürzt man irgendwann auch ab. Nein, man kann, oder abstürzen kann man, wenn man oben vom Gleis runterfällt aufs untere Gleis. Ja, das geht. Das geht.
Ah, naja. So, warum rufst du eigentlich an? Ja, ich wollte nur sagen eigentlich, dass ich finde, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn man diese ganzen Sachen von den Politikern das einfach ignorieren würde, einfach totschweigen. Das ist zum Beispiel auch, keine Ahnung, das mit dieser Deutschlandkette, ja, aber irgendwann war es dann auch mal genug. Aber wenn man einfach die Politiker machen ließe und dann quasi von unten so eine Big Brother-Bewegung starten würde und sich so über das Internet vernetzen würde und alles, was die privat machen, total überinterpretieren würde. So wie es ja auch, wenn die es wollen, irgendwie überinterpretiert, wenn sie es dann nicht wollen, genauso macht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, du meinst, dass die Politiker einfach machen, die Leute sich nicht kümmern sollen, aber dafür sich komplett auf das Privatleben der Politiker konzentrieren. Genau, ganz, die belagern, bei Twitter alles hochstellen. Das habe ich auch gerade schon gesagt. Zum Beispiel neulich ist Bernhard Hohlka bei mir vor der Tür mit einem Cityroller richtig ernsthaft vorbeigefahren und total schnell. Der ist gedüst wie sonst nicht. Habe ich das richtig verstanden? Bernhard Hohlka ist mit einem Cityroller bei dir vor der Tür. Ja. Was ist ein Cityroller? Ist das einer zum Treten oder einer zum... Nee, der schon seit 1000 Jahren out ist, den ich mit 10 haben wollte. So ein Roller. Dieser silberne, dieser kleine. Ist das einer mit Motor oder was ist das für einer? Nee, mit Fuß. So ein Tretroller, so einfach so ein ganz kleiner Kindertretroller mit so einem Knubbel oben dran. Ja, und er ist richtig schnell gefahren. Bernhard Hohlka, bist du dir sicher? Ganz, ganz sicher. Ja, ich hab irgendjemand gefragt und dann meinte ich, ja, ist doch klar, der wohnt doch da auch bei dir. Bernhard Hohlecker fährt mit einem Tretroller durch Bonn? Mit einem Cityroller. Cityroller. Ist ein Tretroller. Sowas, wo so Manager auf Messen mit rumfahren und denken, sie sehen damit irgendwie unangepasst aus, aber eigentlich meistens nur wahnsinnig uncool. Aber das ist doch das mit dem Motor. Ja, interessant. Weißt du nicht mehr die jeder haben wollte? Ich weiß, und da ist nicht kein Lenker dran, sondern einfach nur so eine Kugel oben drauf, ne? Ja, genau. An so einer Stange. Genau. Ja, ja. Und damit fährt Bernhard Hohlecker durch die Gegend. Und mit einem ganz bunten Gesicht, der hat auch, glaube ich, das Gesicht so leicht so verzogen. Also, Vielleicht ist er geliftet. Ich kann mir vorstellen, er ist geliftet. Bestimmt durch den psychischen Druck als Promi. Bestimmt haben sie irgendwann gesagt, Bernhard, dein Gesicht, du musst nicht, 10 Jahre jünger aussehen. Guck dir David Hasselhoff an, der ist zwar 77, aber der ist wahnsinnig schön immer noch. Sieht aus wie 30. Wieso nur? Der trinkt sich halt schön. David Hasselhoff hat auch einiges machen lassen. Was heißt, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass David Hasselhoff sich hat einiges machen lassen. Nee, ich glaube, das ist ein ganz natürlicher alternativer Typ, der abends einen Tee trinkt. Ich kriege hier ganz kurz mal eben Stichwort Politiker und Promis von nochmal dem aufmerksamen Zuhörer KJ Schw. Warum nicht mal einen Big Brother mit abgeschobenen Politikern, zum Beispiel Müntefering, Gaddafi oder Hitler? Da muss ich vielleicht noch ganz kurz Aufklärungsarbeit leisten. Franz Müntefering, das ist der einzige von diesen dreien, der, glaube ich, noch lebt. Die anderen leben, glaube ich, gar nicht mehr. Schlechte Nachrichten, Kajotsch. Tolles Konzept, aber muss man noch mal an den Ecken feilen vielleicht ein bisschen. Man könnte das ja so machen wie bei Tupac. Der wurde doch auch per Hologramm irgendwie auf die Bühne geholt. Dann könnte man auch noch die alle da rein hologramisieren und dann noch Möllemann. Das wäre der Möllemann. Möllemann. Der kommt dann mit einem Fallschirm da rein. Möllemann. Oje, oje, oje. Ja, das Kinzi, das weiß ich nicht, ob man da jetzt drüber Scherze machen darf. Ist ja Wahlkampf. Im Wahlkampf muss man als öffentlich-rechtlicher Superjournalist wirklich aufpassen. Dieses Ausgewogenheitsprinzip ist das Allerwichtigste. Kürzlich hat der NDR eine Doku veröffentlicht, ich glaube vor einer Woche, in der Reihe Sieben Tage im Bundestag. Da ist einfach ein SPD-Politiker begleitet worden von einem Journalisten, der Journalist sich sehr auffällig in den Vordergrund gedrängt hat. Ich habe die Doku gesehen, egal. Und dann hat aber sich der CDU-Kandidat aus demselben Wahlkreis wie der SPD-Politiker, der begleitet wurde, beim NDR beschwert, dass es ja wohl jetzt nicht ausgewogen sei, weil warum würde denn nur der SPD-Kandidat begleitet werden und nicht er? Und dann hat der NDR in einem Akt spontaner Rückgratlosigkeit der komplette Doku einfach rausgenommen aus dem Internet und einfach nur, weil das Ausgewogenheitsprinzip nicht gewahrt war, angeblich. Also Tab-Style sozusagen. Ja, total. Ist ein bisschen strange, aber egal. Weißt du, wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und besonders bei der ARD, wir sind sehr, sehr pingelig und haben sehr, sehr viel Angst vor Politikern. Wenn die irgendwas sagen, wenn die machen, dann springen wir sofort. Wir sind zwar staatsfern, aber haben Angst vorm Staat. Ja, anders funktioniert die Demokratie ja auch nicht, ne? Muss ja so sein. Und Demokratie ist ja auch, also das ist ja immer das Schöne ist ja an Demokratie, das kann ja funktionieren mit dem Wählen und so, aber wenn es darauf ankommt, ist eben nichts demokratisch. Natürlich ist es eben undemokratisch. Eigentlich, also ist Demokratie auch nur so viel Demokratie, gerade mal so alle 4 Jahre ist es demokratisch. Und dazwischen
ist es halt auch nicht demokratisch. Wäre auch sonst echt ganz schön, dieser Ansatz der Piratenpartei zum Beispiel, das finde ich total schmeichelhaft, dass sie sagen, alles muss basisdemokratisch entschieden werden, aber das ist auch falsch. Eben nicht. Weil es nicht funktioniert? Nee, es funktioniert einfach nicht. Natürlich funktioniert es nicht. Natürlich funktioniert Basisdemokratie nicht. Natürlich nicht. Ja, ja. Eine führungslose, eine Gesellschaft ohne Führungspersönlichkeiten funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt niemanden, der verantwortlich ist. Es gibt niemanden, der die Richtung einschlägt oder die Richtung vorgibt. Es funktioniert nicht, wenn alle alles entscheiden können. Es geht nicht. So. Ja, das stimmt. Wobei ich aber das, also wenn man daraus dann den Umkehrschluss nimmt, dass man irgendwie zwar demokratisch wählt, aber irgendwie taktisch. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn man taktisch wählt. Was sagst du dazu? Taktisch wählen im Sinne von, ich wähle jetzt dieses Mal die FDP, damit Angela Merkel ausgewischt bekommt, aber trotzdem die Große Koalition gestärkt wird. Oder ich wähle jetzt nicht die Grünen, weil ich finde, dass sie sich entfernt haben von ihren ursprünglichen Zielen. Ich wähle jetzt die Linkspartei, um den Grünen eins auszuwischen, aber trotzdem die Opposition zu stärken. Sowas meinst du? Ja, oder auch einfach, warum wählst du denn die Linke? Das bringt doch nichts. Was ist denn das für ein Verständnis von Politik? Ja, stimmt. Also das finde ich auch. Bist du denn Wechselwählerin? Nö. Du wählst immer das Gleiche? Ich wähle immer das Gleiche. Okay. Ich kann auch nicht so gut lesen, deswegen wähle ich immer das Gleiche. Okay. Habe ich einmal lesen gelernt. Und Ich bin totaler Wechselwähler. Ich wähle wirklich eigentlich jedes Mal was anderes, ja. Aber nicht taktisch, sondern eher so... Es ist sehr schwer, mich überhaupt dazu zu bringen, nicht einen Pimmel auf die... Also ich habe auch mehrfach schon Pimmel auf den Wahlzettel gemalt. Pimmel oder Möpse. Also einfach eine ungültige Stimme. Aber trotzdem natürlich hinlaufen. Und ich finde eben diesen Akt des Willens ganz toll und mag diese Sonntage, diese Wahlsonntage sehr gern. Also ja, irgendwie schon, ne? Wie Kirche, alle machen sich irgendwie fein, alle sind unterwegs, es ist so ruhig und so. Ich finde das irgendwie ganz toll. Fühle mich auch ein Teil mächtig dann an dem Tag, ja? Wirklich, genau. Und ich denke mir, also wählen gehen, ich gehe immer wählen, aber manchmal kann ich mich einfach nicht entscheiden. Und es gab schon, also ich gebe zu, es gab schon zwei Wahlen, wo ich einfach wirklich einmal Möpse und einmal einen Pimmel drauf gemalt habe. Und erst habe ich die Möpse gemalt und bei der nächsten Wahl, dann 4 Jahre später, habe ich einen Pimmel gemalt, einfach damit das Geschlechterverhältnis ausgewogen ist. Und ich entscheide mich eigentlich immer danach, welche Partei einen am wenigsten Hassgefühle in mir. Welche Partei so wenig Hassgefühle in mir auslöst, dass ich wählen kann. Ich entscheide das auch ganz, ganz objektiv nach den Plakaten. Wirklich? Ich habe heute aber ich habe ein ganz schreckliches Plakat gesehen. Bleib cool, wähl die Raute. Oder irgendwie, bleib cool. Die Merkel-Raute. Ja, das ist dieser Youth-Approach von der CDU. Ist das jetzt cool oder was ist das? Was hat die Junge Union da jetzt irgendwie bei Twitter ein bisschen zu viel rumgehangen oder was soll das? Ja. Naja, also ich muss aber auch sagen, und einschränkend kann man noch dazu sagen, die Parteien, die überhaupt für mich wählbar sind, sind auch schon sehr eingeschränkt. Available, fuckable, available, wie der Engländer sagt, wählbar sind. Ja. Ist auch egal, Hauptsache wählen, Hauptsache hingehen und was einwerfen in den Zettel und wenn es nur alles Snickers-Papier ist, man muss irgendwas reintun mit seinem Namen drauf oder irgendwas, was dann gezählt wird. Ja. Wenn du das so sagst. Eine Alternative für den Wahlzettel ungültig machen ist dieses Mal die Partei, schreibt ein User namens, ein sehr aktiver User namens Dunkelzone, der immer bei Twitter mitmacht. Hab ich auch schon bemerkt. Ja. Auch weil die einzigen sind, die wirklich sagen, ich möchte da jetzt keine Werbung betreiben, darf ich auch nicht, muss ausgewogen. Es gibt auch andere tolle Parteien, aber die Partei hat sich in den Vordergrund gespielt mit einem Porno-Werbespot. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, musst du mal gucken im Internet, lohnt sich. Okay. Ist eigentlich ein Porno. Ist das echt ein Porno? Ist ein Porno. Hast du mal das Buch gelesen? Von Martin Sonneborn? Nee, ich halte Martin Sonneborn für einen Volksverhetzer allererster Kajüte. Und ich möchte nur, dass Martin, also eigentlich gehört für mich Martin Sonneborn hinter Schloss und Riegel. Aber die noch Nordkorea also. Noch ist die Justiz nicht so weit, dass man ihm was nachweisen kann, aber das Schwein gehört eingesperrt. Das wird auch so sein. Sonneborn, das Schwein wird eingesperrt. Oder man sollte ihm eine Sendung bei ZDF Neo geben zur Strafe. Wenigstens das. Kinsey, ich muss aufhören, weil die Sendung ist zu Ende. Alles klar. Ich hoffe, wir sehen uns, hören uns bald wieder und ja, ich wurde schon gerade so stalkermäßig gefragt, so, du hast doch schon mal angerufen. Ja, das macht aber nichts. Kinsey darf immer durchgestellt werden. Allein wegen deines Multikulti-Backgrounds. Okay, ich spiele dann immer die Migrantenkarte. Wenn wir uns vor der Wahl nicht mehr hören, wähl das Richtige, ne? Wie immer. Ja, natürlich, wie immer. In diesem Sinne.
Lang lebe die FDP. Bei Kinsey. Ciao. Ja, das war die Late Line. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mich jetzt erstmal waschen. Und dann, wenn ich getrocknet bin, dann gehe ich mich nochmal waschen. Kommt doch alle mit. In meiner Dusche ist Platz für alle, die jetzt noch zuhören. Viele sind es nicht mehr. Bis zur nächsten Woche. Heute ist Freitag, der 13. Ein Glückstag. Bis dann, euer Jan. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4. Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik. 103.7 Unser Ding. Und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.